Hallo und guten Tag. Hier sind wir versammelt zur 33. Sendung der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Das Kennedy-Ritual Teil 4. Und auch in dieser Folge begrüße ich wieder zwei Gastmoderatoren, die in dieser Sendung und in den zukünftigen etwas mehr zu Wort kommen sollen. Das sind zum einen die Stefanie und zum anderen der Jörg. Und ich fange natürlich mit den Damen an. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hi. Wie geht's dir? Und ich sag Hi zurück. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Und dem Jörg natürlich auch. So, ich hatte mal kürzlich in der Bibel, wir haben einfach mal ein Schlagwort eingegeben und dazu mal in verschiedenen Büchern verschiedene Verse gelesen. Und da sind mir welche ins Auge gefallen. Die würde ich ganz gerne einmal ganz kurz vorlesen, weil ich musste sofort an diese ganze Reihe denken und ganz besonders an die letzte Folge. Wo, wie du gezeigt hast, wenn ich das richtig mir behalten habe, den ganzen Namen, der Oswald verraten wurde von seinem CIA-Kollegen Shelley an den Tully und dann auch noch an den Polizeichef. Also eigentlich so richtig das kollegiale No-Go, finde ich. Und zwar hatte ich da gesehen im Buch Jeremia, Kapitel 9, die Verse 2 bis 4. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Ja, ich. Oder willst du sie einblenden? Du liest es aus der Schlachter vermutlich, oder? Ja, ganz genau. Was war das, 9? 9, Vers 2 bis 4, genau. Genau, also, sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt. Und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Jeder hüte sich vor seinem Freund und keiner traue seinem Bruder. Denn jeder Bruder übt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher. Und das fand ich jetzt besonders treffend. Einer hintergeht den anderen und die Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zungen das Lügen gelehrt. Sie mühen sich ab mit Unrecht tun. Das fand ich so treffend auf diese ganze Serie, wie viel Arbeit in der ganzen Planung für einfach nur einen ganz miesen Mord steckt. Wie viel eigentlich damit zu tun hat, wie viel da drin ist. Und das deckst du ja alles nach und nach auf. Und je mehr man darüber hört, desto mehr fand ich einfach, was in diesen Versen drin steht, passt einfach wunderbar dazu. Und ich stelle mir das Ganze, was du da machst, gerade so ein bisschen wie so ein Labyrinth vor, wo du einfach mal irgendeinen Weg gehst, aber nicht nur den direkten, der zum Ausgang führt. Du gehst auch in jede einzelne Verzweigung, jede Verästelung. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass jeder einzelne Gang farblich markiert wird, ist hinterher das gesamte Labyrinth farbig. Wenn du jemals irgendwo zu einem Ende gelangst, weil ich denke, das geht wirklich unendlich weiter. Aber ja. Ich finde das großartig und ich bin echt ganz gespannt, was heute alles kommt. Ja, erstmal toll, dass wir die Sendung mit einem Bibelvers anfangen. Da fällt mir natürlich erstmal nur dazu ein, endlich mal den Jörg ins Boot zu holen, der normalerweise für die Bibelverse da immer parat steht und ganz viele auch aus dem Kopf weiß. Also erstmal guten Abend, Jörg. Wir haben dich nicht vergessen. Wir sind froh, dass du da bist. Das weiß ich. Moin, moin. Und schönen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, jetzt hat sie mich natürlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe noch keine... Ich habe jetzt mein Papier hier nicht aufmachen können in der Zwischenzeit, deswegen sage ich einfach so, dieser Spruch, oder besser gesagt diese drei Verse, Jeremia Kapitel 9, 2 bis 4, erinnern mich an den Eid der Jesuiten, den Schwur der Jesuiten. Und wir dürfen nie vergessen, bei all dem ganzen ins Licht bringen von freimaurerischen Aktivitäten, von Obelisken und diese ganzen Dinge, wo du die letzten Sendungen sehr intensiv, sehr interessant und sehr voll mit Kenntnis gesprochen hast. An der Spitze dieser ganzen Verschwörung steht ein Orden und das ist der Jesuitenorden. Und wenn man jetzt die paar Verse hier aus Jeremia liest, dann erinnert mich das ganz deutlich an den Eid, diesen vierten Eid der Jesuiten, der so gesagt der treue Eid an den Papst ist, was natürlich vollständiger Quatsch ist. Das ist kein treue Eid an den Papst, das ist ein treue Eid an den General der Jesuiten, mit dem der Kadavergehorsam im Grunde bestätigt wird. Und der Eid fängt ja an, mit, wo gesagt wird ungefähr, bis jetzt hast du, warst du Mitglied der katholischen Kirche und warst du ein Spion unter Spionen oder warst ein Spion unter deinen Kollegen. Ne? Und das ist genau das, was hier steht. Ne? Jeder hüte sich vor seinem Freund, keiner vertraue seinem Bruder, denn jeder Bruder übt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher.
Im Jesuitenorden traut man überhaupt keinem, selber sich selbst nicht mal mehr. Und diese ganze Serie hat ja im Grunde einen, also finde ich zumindest, einen überkuppelnden Grund. Und das ist wieder einmal die Jesuiten bloßzustellen, die nicht nur in der Rede von John F. Kennedy über die Geheimgesellschaften, wo er von der monolithischen Verschwörung gesprochen hat, hier genannt werden, sondern wir dürfen nie vergessen, dass wir immer mit diesen Jesuiten handeln. Die Jesuiten haben die Freimaurer unter vollständiger Kontrolle seit 1711, also Anfang des 18. Jahrhunderts. Sie haben die ganzen Grade des schottischen Ritus bis zum 33. Grad selbst geschrieben, neu geschrieben, initiiert, und wir haben verschiedene Aussagen aus verschiedenen Geschichtsbüchern, wo man weiß, wenn die Hierarchie der Freimaurer von ganz unten bis nach ganz oben durchgeht, dann trifft man dort oben eine große unbekannte Person, die der General der Jesuiten ist. Und interessant hier ist natürlich von, ja, die Jesuiten spannen die Freimaurerei vor ihre Karre. Dabei sind sie doch eigentlich ein römisch-katholischer Orden, und die Katholiken dürfen doch nicht in der Freimaurerei mitmachen. Da werfen viele Leute Fragen auf. Viele Leute, die sich mit dem Thema nur oberflächlich beschäftigen. Und genau das macht diese Serie nicht. Sie beschäftigt sich tiefgehend mit diesem ganzen Thema. Und deswegen wollte ich nur noch mal eben in Erinnerung bringen, gerade dieser Spruch, den die Stefanie hier ganz toll gefunden hat. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt. Also wenn es eine Gesellschaft auf dieser Welt gibt, die von morgens bis abends nur lügt, wenn sie das Maul aufmacht, ist das für mich der Orden der Jesuiten. Und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land. Das ist auch ein ganz wichtiger Spruch. Es gibt so im Englischen diesen Spruch, right makes might. Ja? Richtig sein oder Recht sein macht, gibt Macht. Der Spruch geht aber eigentlich genau umgekehrt. Right gives might. Wenn man Recht hat, dann hat man die Kraft. Und Recht hat man nur, wenn man sich an die Bibel lehnt. Und wenn man die Wahrheit spricht. Und die Wahrheit kennen die Jesuiten nicht, kennen die Freimaurer nicht und kennen die römisch-katholische Kirche nicht und ihre ganze Hierarchie nicht. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, von einer Verschwörung, von einer Hinterlist, von einer Tücke, von einem Mord zum nächsten. Mich aber erkennen sie nicht. Nein, sie bekennen den Herrn, aber da gibt es ja, wie Michael aber so schön sagt, kein Copyright drauf. Aber sie erkennen den wahren Herrn nicht. Jeder hüte sich vor seinem Freund. Wie heißt es so schön? Hast du das nicht letztens gesagt, Michael, in der Sendung? Halt deine Freunde dichter, aber deine Feinde noch dichter. Oder deine Feinde dichten, deine Freunde noch dichter, in der Richtung. Ich glaube, das hast du letztens mal gesagt, ne? Diesen Spruch. Und das ist genau das, was hier steht. Jeder hüte sich vor seinem Freund. Wenn ich mich vor allem hüten muss, dann ist er doch nicht mein Freund. Und keiner traue seinem Bruder. Weil, wie war das mit den Verschwörungen? Die erste große Verschwörung, die wir besprochen haben, Michael, der Mord an Julius Caesar. Brutus, auch du, Brutus, der Bruder von Julius Caesar. Oder ein, zwischen Anführungszeichen, Bruder, weiß ich, ob er sein leiblicher Bruder war. Denn jeder Bruder übt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher. Danke, Stefanie, für diesen schönen Vers. Ich hoffe, dass ich euch nicht gelangweilt habe mit meiner minutenlangen Einleitung, aber das lag mir auf dem Herzen. Ja, vielen Dank euch beide. Dann kann der Jörg sich ja jetzt entspannen. Und damit er das auch kann, damit auch alle wissen, wie das gemeint ist, spiele ich jetzt mal eben den kurzen Intro-Trailer hier dafür ein. Ich möchte hier sitzen. Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Ja, jetzt wisst ihr, dass sich also einer zurücklehnen kann und jetzt muss ich wieder reden, beziehungsweise ich muss erstmal lesen und dafür muss ich erstmal die Seite wechseln, denn meine zwei Kollegen warten ja dann auf ihren Einsatz. Also geht's mal los. Es geht sich hier du weiter. Du hättest natürlich auch gerne einen Kommentar geben können auf das, was ich gegeben habe, oder die Stefanie, ne? Ich wollte hier nicht 5 Minuten Monolog halten und keiner spricht darüber. Das wirst du gleich direkt sehen, das geht ja direkt mit diesem Thema jetzt los. Deswegen habe ich mir das jetzt eigentlich gespart, weil ich jetzt genau auf den Punkt eingehe, direkt übernächsten Bild. Aber ich werde noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich fand das ganz toll, was der Jörg gesagt hat, weil ich habe halt wirklich überhaupt noch nicht diese ganze Vorbildung, die ihr habt. Und das war super interessant für mich, einfach immer mehr Input dafür zu kriegen. Also ich fand das ganz toll, dass der Jörg dann auch so viel dazu zu sagen hatte, was ich eben nicht wusste oder wo ich halt wirklich noch nicht so diese Kenntnis drin habe. Also Dankeschön dafür. Gut, also das ist genau das,
was ich machen möchte in der Serie, weil ich halt einfach sehe, dass alles wirklich gleich ist. Und ich habe ja damals gedacht, okay, mit dem Kennedy, dann mache ich mal ein Paradebeispiel. Aber mittlerweile habe ich dann wirklich eingesehen, dass es erst dann wirklich zündet, wenn man tatsächlich sieht, dass alles zusammenhängt. Also Kennedy mit der Staatsgründung der USA, Kennedy mit 9-11, Kennedy mit allen möglichen Sachen, dass man also wirklich sieht, das hat alles miteinander zu tun. Denn ich glaube, dann geht erst vielen da tatsächlich das große Licht auf und sagt, aha, guck mal, da gibt es tatsächlich in der Politik und den ganzen Geschichten überhaupt keine Zufälle, sondern alles ist gesteuert. Und das ist auch der Grund, warum dieses Ritual allein jetzt schon ein paar Folgen dauert. Und der Jörg, der jetzt eben gesagt hat, von wegen, da steckt eine Organisation dahinter. Ja, das sieht man ja. Wir haben ja hier diese berühmte Pyramide oder diese einzelnen Stufen, 33 Stufen im schottischen Ritus und weniger Stufen im York-Ritus. Und der York-Ritus ist eigentlich der amerikanische Ritus. So wird das zumindest meistens beschrieben. Ja, Vergleiche beispielsweise habe ich geschrieben New York. Ja, also das neue York, wenn man so will. Also von daher sieht man ja, dass also auch jetzt hier zwar ein neues York entstanden ist, als eine der größten Städte der ganzen Welt, oder so eine Metropole sozusagen. Und Metropolis ist ja auch ein Bischofssitz, Metropole. Aber das hat ja damit auch wirklich nur zu tun, dass es die Freimaurerei schon vor der Gründung der Vereinigten Staaten gab. Und wenn man sich das jetzt anguckt in dem Ritus, dann fällt einem nämlich jetzt genau das auf. In diesem York-Ritus, das ist jetzt ein bisschen klein, weiß ich, 10. Grad heißt Order of the Red Cross, 11. Grad heißt Order of Malta und 12. Grad heißt Order of Knights Templar. Das heißt, da haben wir genau die Geschichte, die wir in dieser Folge benannt haben, wo es darum ging, um den Mord an den Bankier Roberto Calvi, dem angeblichen Bankier Gottes, dass wir dann also wirklich sehen, dass also Freimaurerei genauso gesteuert ist, wie beispielsweise jetzt auch Knights Templar, also die Kreuzritter oder die Malteserritter, ne? Red Cross, Malta, Knights Templar, da haben wir doch eigentlich alles zusammen. Die jetzigen Sovereign Military Order of Malta, wo halt hier so ganz perfide jetzt hier das Militär verschwiegen wird, in dieser Bezeichnung in den Vereinten Nationen, wo also hier der Repräsentant da sitzt, der eine ständige Vertretung hat in den Vereinten Nationen, die also alles mitbekommen, was da an politischen Agenten da gerade besprochen wird, die Sovereign Order of Malta haben genau ein rotes Kreuz, haben mit Malta zu tun und sind eigentlich so die Organisation der Kreuzritter. Also Grad 10, 11, 12 aus dem York-Ritus. Und damit sehen wir jetzt schon allein an der Hand der Bezeichnung der sogenannten Freimaurer-Ritus aus York, dass das alles dieselbe Soße ist. Wir können jetzt schon aufgrund der Titel den York-Ritus mit dem Freimaurer-Ritus zusammensetzen. Und dann wissen wir auch, dass die letzten Endes eine ganz andere Agenda im Schild haben. Denn die Freimaurer haben keine ständige Vertretung in den Vereinten Nationen. Aber der Souverän, deswegen heißt er ja auch so, der souveräne Militärorden aus Malta, der immer so das Militär so verschweigt, der schon. Und auch der Holy See, den habe ich jetzt hier nicht reingemacht, aber der Vatikan hat das auch. Und jetzt seht ihr doch, wer mächtiger ist. Die Sovereign Order of Malta oder die Freimaurer? Wer hat denn jetzt hier eine ständige Vertretung? Wer hat denn einen richtigen Staat? Das hat der Vatikan und das hat die Sovereign Order of Malta. Also stehen die einfach Moment. Höher als die Freimaurerei. Moment. Der Vatikan hat keine ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen. Der hat einen Beobachterstatus. Der Vatikan hat einen Beobachterstatus. Da wird ganz intensiv darauf eingegangen, auf Seite, schlag mich tot, 216 meine ich, von The Global Vatican. Da hat Tom eine ganze Sendung dran geweiht damals. Und es könnte ja die Lesung der globale Vatikan, The Global Vatican, könnt ihr auf BitChute von mir und auch auf Vimeo von mir sehen, in Englisch natürlich. Und es geht eben darum, dass George W. Bush damals in, ich glaube es war 2005 oder ich kriege das Jahr nicht mehr zusammen, ich müsste jetzt Global Vatican das Buch nachschauen, da extra eine Executive Order rausgebracht hat, womit die Vereinigten Staaten von Amerika eben diesen Beobachterstatus des Vatikan erkennen. Der Vatikan steht damit über den Vereinten Nationen. Er mischt sich da nicht mit ein. Offiziell, aber er hat die Macht durch die verschiedenen Abgeordneten, wie zum Beispiel den souveränen Order von Malta, da mitzumischen. Das heißt also doch Einfluss zu nehmen, obwohl er überhaupt nicht offiziell eigentlich dabei ist. Ja? Also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das ist ganz, ganz wichtig. Also der Vatikan ist kein vollständiges Mitglied der Vereinten Nationen. Er hat einen Beobachterstatus und schwebt damit, und jetzt gebrauche ich mal die katholischen Ausdrücke, wie die Taube des Heiligen Geistes über der Versammlung der Vertreter, der Politiker, der Regierungen dieser Erde. So sieht sich der Vatikan da. So,
ich werde jetzt auch meinen Mund halten, aber da musste ich dir eben ins Wort fahren, Michael. Ja, ja, du hast, ich habe dich da auch versprochen. Ich meinte jetzt natürlich, die sind jetzt ständig dabei und aufgrund ihres Beobachterstatus haben die natürlich auch jetzt auch die Kontrolle über alles, beziehungsweise auch die Mitwisserschaft über alles, was da jetzt gemacht wird. Also die sind da nicht irgendwie zufällig, sondern die sind da jetzt auch vertreten und die Freimaurer eben nicht. Die Freimaurer haben weder einen Staat, wie jetzt der Vatikan oder Sovereign Military Order of Malta, noch irgendeine Vertretung oder irgendeinen Beobachterposten bei den Vereinten Nationen. Von daher sieht man alleine schon anhand dessen die Wertigkeit oder die Wichtigkeit der Freimaurerei im Vergleich zu diesen zwei Organisationen. Im Übrigen, was jetzt hier alles steht, sind Stichwörter. Das heißt, das ist nicht notwendigerweise die Wahrheit, sondern es ist das, was ich überall aufgeschnappt habe und von da aus meine Recherchen starte. Das ist also eine riesen Tabelle von, ich weiß nicht, hunderten Ereignissen oder tausenden Ereignissen, die ich dann schon mal benutzt habe in meiner englischen Serie Science, the New Religion. Aber das ist jetzt tatsächlich jetzt nur, alles, was hier drin steht, muss nicht notwendigerweise die Wahrheit sein, weil viele Sachen, die hier drinstehen, halt einfach dienen, einfach als Startpunkt. Man muss irgendwo mal anfangen. Aber wie gesagt, 1964 war das eben mit dem Beobachterstatus. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und deswegen ist es ganz einfach. Die Menschen wollen halt einfach unter Menschen bleiben und beliebt sein. Deswegen bekomme ich, wie auch andere, dauernd irgendwelche Einladungen, wie wir dann auch Ritter werden können. Wir haben hier ein Malteser Kreuz. Ja, genau wie der Paul McCartney, Sean Connery, Kevin Spacey, Elton John und tausend andere Menschen, die uns garantiert nie die Wahrheit erzählen. Wobei der Herr Sean Connery uns auch nicht mehr die Wahrheit erzählen könnte, selbst wenn er wollte. Aber geht's da mal weiter. Und was ich ganz wichtig finde, ist jetzt hier bitte niemals zu vergessen, dass alle Agenten zusammenhängen. Also nicht nur Agenten, sondern Agenden. Das heißt, man kann das eine nicht vom anderen trennen. Ihr könnt nicht das Kennedy-Attentat von Watergate trennen. Ihr könnt nicht das Kennedy-Attentat trennen von der Mondlandung. Ihr könnt die Mondlandung nicht trennen von 9/11. Das heißt, das alles hängt zusammen und das muss man begreifen. Deswegen habe ich mir jetzt so ein richtiges, griffiges Beispiel zusammengesetzt. Merke, alle Agenten hängen zusammen. Wenn jetzt hier jemand sagt, Mensch, ich bin aus einem gewissen Land gekommen und ich bin hier aufgenommen worden und jetzt betreue ich Menschen, die eine ganz, ganz furchtbare Krankheit haben, dann hängt das alles zusammen. Das heißt, die Agenda 2015 hängt mit der Agenda, jetzt wollte ich schon sagen, 2019 dann auch wieder zusammen. Und zwar laufen die alle, wie das auch hier richtig gesagt wird, man muss es auch richtig lesen, gemeinsam. Alle Agenten hängen zusammen. Deswegen habe ich auch oben jetzt nochmal die Sovereign Order of Malta benannt. Und obendrauf habe ich den JRS benannt. Nicht J.R. Ewing diesmal, sondern JRS. Und das sollte man im Hinterkopf halten. Vielleicht kommt da bei dem einen oder anderen der ganz große Aha-Effekt, wie die ganzen Geschichten da zusammenhängen. Und deswegen habe ich nicht umsonst einen Smiley benutzt, der nur ein Auge hat. Denn wenn eine Regierung sagt, es gibt keine roten Linien mehr, dann gibt es auch keine Gesetze. Dann gibt es auch niemanden, der sich an irgendetwas hält, sondern da gibt es letzten Endes dann nur noch Anarchie oder wie auch immer. Aber wenn die Regierung schon sagt, für uns gilt nichts mehr, dann haben wir letzten Endes da auch keine Demokratie. Ich will jetzt nicht in dieses alte, ausgelatschte Thema hier reingehen, aber ich fand das schon interessant, denn man sieht, wie also hier eine Agenda aus 2015 mit einer Agenda aus 2020 dann schön miteinander verknüpft wird. Wer glaubt mal bitte schön nicht, dass das ein Zufall ist? Das ist genauso. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. Du hast ja hier ein Bild eingeklebt von dem Olaf Scholz, heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Der ist augenblicklich regierender Bundeskanzler oder wahrnehmender Bundeskanzler in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland. Hast du, muss ich mal eben fragen, letztens das Video gesehen von Till Eulenspiegel? Von Kriegen und Kriegsgeschrei. Da hat er zwei Filme eingeblendet, wo der Olaf Scholz vor einer Freimaurervereinigung spricht. Und das finde ich schon sehr signifikant. Ja, ja, das ist klar, dass er das ist. Aber das ist klar, dass also die führenden Menschen in einem angeblich protestantischen Land auch in gewissen Zirkeln sein müssen, sonst kommen sie gar nicht an die Position. Wäre Kennedy nicht Knight of Columbus gewesen, wäre sein Papa nicht Knight of Malta gewesen, wäre das auch nichts geworden mit der Präsidentschaft. Ja, und das ist, nee, ist richtig. In Deutschland nichts anderes. Ich wollte nur mal sagen, dass den Leuten vielleicht mal bewusst werden sollte, dass dieser neue Bundeskanzler im Grunde nichts anderes ist als die Fortsetzung der Regierung der vorherigen Bundeskanzlerin und die eine Fortsetzung von dem davor und so weiter. Die Schauspieler werden ausgetauscht, die euch vor die Schnauze gehalten werden im Fernsehen, aber die Agenda ist und bleibt dieselbe.
Das ist genau die Geschichte. Du wirst eben nicht ein sogenannter Volksvertreter, wenn du nicht in gewissen Zirkeln drin bist. Zirkel habe ich jetzt extra benannt, ne? Klar. Warum? Und deswegen die Verstöße, die gewisse Regierungen machen oder machten in der Vergangenheit, ja, warum sollen die sich jetzt ändern, ein paar Jahre später, wenn das vor 7 Jahren schon geklappt hat, warum soll man plötzlich heute dann sich an gewisse Dinge halten? Ja? Ist ja wohl ganz klar, oder? Das heißt, der Satz ist eigentlich gar nicht falsch, nur der ist auch nicht komplett richtig, denn eigentlich hätte dieser Satz auch für Angela Merkel schon gelten können. Oder auch gegolten. Also von daher, ich wollte jetzt nur mal dieses Beispiel zeigen, weil wir werden nie mehr zu Kennedy kommen, wenn ich jetzt weiter jetzt, ich kann jetzt auch noch in die Geschichte der DDR reingehen, aber das ist ja ganz klar, dass die DDR beispielsweise offiziell protestantisch gewesen ist, ja? Die Ostgebiete. So, und dann ist doch ganz klar, wenn man halt sich den Papa anguckt von der Frau Merkel, der rote Kastner genannt, na, guckt euch mal an, was der Mensch da so gemacht hat. Und dann ist doch ganz klar, warum die Frau prädestiniert war für viele andere Geschichten. Weil der Papa natürlich dann auch schon Vitamin B wie Beziehungen hatte. Und deswegen gibt es natürlich auch für diese Regierung überhaupt keine roten Linien, wobei das Grundgesetz eigentlich auch ein totes Blatt Papier ist, aus verschiedensten Gründen. Aber wie gesagt, bitte Verständnis dafür. Es ist keine Sendung über Grundgesetz und über was weiß ich, sondern es ist einfach nur, um zu sagen, diese Agenten laufen alle zusammen, was ihr hier an dieser Anzeige oben seht. Und dabei will ich den Menschen jetzt da nichts, der da sein Gesicht hinhält, wobei ich nicht weiß, ob der authentisch ist oder nicht. Ich will den Menschen ja nichts. Was ich möchte, ist halt einfach zu sehen, guck mal hier, die Sachen laufen zusammen. Wir schaffen das. Ja, dieser Satz, der gilt also auch in 2021, 2022. Und diese roten Linien gibt es halt schon seit, eigentlich noch nie gab es die. Weil diese Menschen, für die gelten sowieso keine roten Linien, die haben diplomatische Immunität. Also wenn der eine rote Linie überschreitet, hat das auch keine Konsequenzen erstmal. Wenn man hinter die ganzen Kulissen schaut, dann gibt es nämlich Leute, die halt schon diese Agenten viel früher formulieren. Einmal hier unser Papst Benedikt, der 16., der eben sagt jetzt hier Caritas in Veritate. Und einmal hier der jetzige Papstdarsteller, Papst Franziskus, der halt sagt Laudato Si, das gemeinsame Haus. Und ein gemeinsames Haus ist ja wohl auch, wenn wir für alle möglichen Menschen hier in unser Haus jetzt hier einladen und auch viele andere Dinge. Das heißt, das sind die eigentlichen Befehle, die rausgehen oder nach außen hin gesprochen die Empfehlungen des Papstes oder des Papsttums, ja, an die entsprechenden Politiker, wie die zu reagieren haben. Nochmal, der Vatikan oder the Holy See, der Heilige Stuhl, wie auch immer man ihn benennen will, der hat einen ständigen Beobachterposten in den Vereinten Nationen. Die wissen ganz genau, was da abläuft. Und die wissen auch ganz genau, wer da ausscheren würde. Und deswegen muss man dann halt einfach sich nicht wundern, wenn dann plötzlich das, was in diesen Enzykliken drinsteht, dann irgendwann in einer anderen Form dann über die Politiker dann wieder weiter vertrieben wird. Die Politiker sind eigentlich nur die Hampelmänner. Da wir gerade bei Hampelmännern sind, ich muss jetzt immer Hampelmänner und Männerinnen irgendwie sagen, denn ich will ja jetzt hier keinen verunstalten. Ich habe jetzt hier mir mal ein bekanntes Beispiel rausgesucht. Claudia Roth kennt das Grundgesetz nicht und das muss sie auch gar nicht, denn Claudia Roth hat Theaterwissenschaften studiert und nicht Politikwissenschaften. Die hat dann auch schon mal das Management von Tonsteinen, Scherben und so weiter dann auch mal irgendwie dann da betreut, aber nicht allzu lange. Dann war nämlich die Band dann auch, oder die ganze Geschichte dann, glaube ich, auch insolvent. Damit hat sie etwas gemeinsam übrigens mit dem jetzigen Bundesfinanzminister, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen muss man einfach sagen, das sind die Darsteller, die dann das ausführen und dem Volk dann quasi dann so vorgaukeln. Da gibt es ja auch so einen jemanden, der mal Bundespräsident gespielt hat, der hat das ja auch vorgegaukelt, dass eben das plötzlich aus dem Gehirn dieser Politiker entsprungen wäre, was aber nicht sein kann, wenn diese Politiker nicht mal das Grundgesetz kennen. Deswegen fasst sich die Dame hier ganz wohlweislich in diesem Video auch an den Kopf. Und da geht es sich genau um den Artikel 16.2 im Grundgesetz, den wir dann eben hatten. Aber das ist ein ganz altes Thema, wollte ich nur mal benennen. Und diese Dame muss eben noch nicht mal eine Ausbildung haben als Politikerin. Das reicht schon, wenn sie Theaterwissenschaften studiert hat, um Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages zu werden. Ne? So viel mal dazu. Ich möchte mich dann auch gerne für irgendein Amt bewerben, wofür ich überhaupt keine Qualifikation habe. Man würde mich auslachen, aber in der Politik ist eben alles okay. Du musst halt einfach nur bunt, schrill und irgendwie hier rüberkommen. Und die hat eben dann für Theater Fähigkeiten. Sie hat ja Theaterwissenschaften studiert. Und deswegen ist die Frau Gold richtig dafür. Sag nicht, sie hat keine Qualifikation. Ihr dürft nur nicht jetzt verwechseln, dass Politiker in irgendeiner Art und Weise jetzt hier ernstzunehmende Wissenschaftler, Experten oder was weiß ich wären, das sind sie nicht. Ja? Diese Frau hat Theaterwissenschaften studiert und ist auch nicht die Einzige, die nur eine Darstellerin ist. Deswegen ist sie nämlich genau das. Jetzt wird jeder fragen, was hat er denn jetzt?
Sie ist weder Jim Knopf noch Lukas der Lokomotivführer. Nein, aber sie ist so wie der Herr Turtur. Das ist hier die Augsburger Puppenkiste. Bitte? Ich wollte zu der Claudia Roth was sagen. Die Claudia Roth ist diejenige, die ich hier in meinem Textdokument stehen habe, die ausgesagt haben soll, Deutsche sind nicht Migranten. Mehr nicht. Und das passt doch gerade zu diesem Artikel 2. Der Artikel 2 sagt ja, Artikel 1 gilt nicht für die und die Leute, ne? Wenn du da mal hochgehen willst. Das hat mich direkt an etwas denken lassen, als Tom wieder mal eine fantastische Lesung gemacht hat in Englisch und er davon gesprochen hat, dass der Noriega, der ja damals in Bolivien verfolgt wurde, der war ja, glaube ich, so ein Drogenhändler oder was. Und wisst ihr, wohin der geflüchtet ist, als die CIA ihn gejagt hat? In eine römisch-katholische Kirche. Also vom Regen in die Traufe. Und das ist genau das, was hier steht. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften kommt. Also wenn ich mich in Deutschland politisch verfolgt fühle, kann ich noch nicht mal Asylrecht beantragen, weil es keine politische Verfolgung in dieser sogenannten Demokratie gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, gut, die Frau Roth ist ja auch schon mal, glaube ich, aufgefallen, weil sie mit so komischen Transparenten da rumläuft. Aber ich wollte jetzt wirklich nicht in die Frau gehen, weil ich wollte letzten Endes nur das als Beispiel nutzen für die Kennedy-Sendung. Und das ist letzten Endes dann wirklich so, dass die, das ist ja eine deutschsprachige, das ist ja die deutschsprachige Ausgabe hier, dass es eben die deutschsprachigen jetzt an einem lebendigen Beispiel sozusagen sehen, was dahinter steckt, wer dahinter steckt und warum diese Menschen eigentlich überhaupt gar keine Ausbildung brauchen, außer halt sich zu produzieren und dann so zu tun, als wenn sie irgendwie etwas zu einem eigenen Gedanken fähig wären. Ich meine, mir fiel halt nur dieses Zitat von der Roth ein, als du das Bild gezeigt hast, und deswegen dachte ich, ich wollte das mal. Ich meine, erzählen. Dass sie mal erzählt hat, sie findet Börek ganz toll und die Türkei ganz super und so weiter, das nehme ich der Freude alles ab, das ist doch gar kein Problem. Persönlich finde ich sie ja sogar auf irgendeine gewisse Art sympathisch, aber die ist eben nicht eine Volksvertreterin, die vertritt die Interessen von gewissen, ja, wie soll man mal sagen, Oligarchen. Ne? Ich meine, ihr seht doch, was ich auf dieser Seite hier zusammengefasst habe, ja? So, und nochmal, die Dame ist genau eine Marionette, genau wie die von der Augsburger Puppenkiste, nur dass man hier einfach die Drähte nicht sieht. Genau wie John F. Kennedy und alle möglichen anderen, das sind alles nur Darsteller, das sind Politiker-Marionetten. Sie ist so eine Figur, genau wie der Kennedy auch, auch wenn der versucht hat, an seinen Strippen da zu ziehen oder seine Strippenzieher dann irgendwie zu kappen und autark zu werden, was das Ergebnis war, hat man ja gesehen. Spätestens im November 1963. Und diese Menschen sind halt ganz normal an diesen Fäden, genau wie an der Augsburger Puppenkiste. Nur, dass man hier die Fäden sieht und jeder weiß, das ist gespielt und die sind gar nicht echt. Aber im Endeffekt machen die nicht ihr eigenes Programm, sondern die setzen eine Agenda durch. Und das ist die Geschichte dazu. Ja, und auch die hier, die machen nicht ihr eigenes Programm, sondern die machen das, was die Leute, die an den Fäden ziehen hier oben, dass die wollen, dass da die Hand gehoben wird oder irgendwie die Lokomotive umarmt wird oder sonstiges. Und das sind alles Menschen, die sind viel, viel unbedeutender, als eigentlich das Volk meint. Das sind genau Menschen wie der Herr Turtur. Und der Herr Turtur ist ein Scheinriese. Nur wer sich ganz nah an ihn heranwagt, erkennt, dass er genauso groß ist wie jeder normale Mensch. Weil sich das aber niemand traut, ist Herr Turtur sehr einsam. Denn je weiter man sich von ihm entfernt, also wenn man den auf der britischen Bühne sieht beispielsweise, desto größer wird er. Aber wenn man dann diesen Charakter sozusagen dann ganz nah an sich heranlässt, dann erkennt man, dass er genauso ist wie jeder andere normale Mensch. Mit ganz normalen Bedürfnissen, mit ganz normalen Fehlern. Seit Ende der 1960er wird Scheinriese auch als Schlagwort im politischen Zusammenhang mit Journalismus verwendet, um Personen oder Gruppen oder Staaten und anderes zu charakterisieren. In diesem Zusammenhang ist die Metapher meist ironisch oder abwertend konnotiert und bezeichnet ein Objekt, das fälschlich oder unberechtigt das Erscheinungsbild von Größe, Stärke oder Macht zeigt oder beanspruchen möchte, aber eben nicht hat. Denn hier ist der Herr Turtur, wie er dann in Augsburger Puppenkiste, ich kann mal ein Bild zeigen, wo der vielleicht mal so 5-6 Meter groß aussieht in dem Bild, der ist jetzt hier ganz normal. Aber das wird eben von den Menschen dann ebenso gesehen als Scheinriese.
Ja, hier ist so ein Bild. Ja, guckt euch mal an, hier sind die Hügel und so weiter und so fort. Der sieht ja riesig aus, ne? Aber wenn er da näher kommt, ist der genauso groß wie der Jim Knopf. Er hat einfach so einen Hut auf. Nun, dieser Hut, der sollte euch einiges sagen. Dieser Hut hat nämlich dann, kennt ihr Gandalf? Dann wisst ihr so ungefähr, wo es dann hingehen könnte, ne? Also der Herr Totur ist dann tatsächlich nachher nicht mehr allzu groß, aber wenn er weiter weg ist und so weiter, dann erscheint er riesengroß. Und wenn man sich aber mit dem mal wirklich nochmal richtig beschäftigt und so weiter, dann ist der halt nichts Besonderes mehr. Und das ist genau bei diesen Menschen auch. Wir haben hier eine ganze Menge Experten rumlaufen, die sich Experten schimpfen, die aber bei näherem Hinsehen und wenn man sich dann tatsächlich mal auf deren Niveau begibt, dann einem absolut nichts mehr von überbleibt. Experte übrigens heißt aus dem frühen 15. Jahrhundert eine durch Erfahrung weise Person. Eine Person, die aufgrund speziell erworbener Kenntnisse oder Erfahrungen auf einem Gebiet, das vermutlich nicht dem allgemeinen Wissen der Menschen unterliegt, vor Gericht über Meinungsfragen dazu aussagen kann, im Gegensatz zu gewöhnlichen Zeugen. Aha, guck mal hier. Und hier habe ich mir jetzt mal ein paar Experten mir benutzt. Auf der linken Seite Didi Haderford, der auch ein Darsteller ist, der einen Experten mimt. Und rechts jemanden, der ein Experte im Sinne der Menschen zu sein scheint. Wo ich aber glaube, dass wenn man da etwas näher hinguckt und sich mal mit ihm unterhalten würde, dass man dann eine ganze Menge interessante Sachen hätte, wo man dann sagen könnte, der hätte auch genauso guten Nachnamen wie eine bestimmte Charakterfigur der Augsburger Puppenkiste von haben sollte. Nicht, dass ich ihm jetzt die Expertise abspreche, aber er hat gesagt, es gibt Regeln, die darf man nicht in Frage stellen. Und Entschuldigung, ich bin schon lange, 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 lange volljährig und ich stelle grundsätzlich alles in Frage, denn niemand ist unfehlbar, auch dieser Darsteller nicht. Und deswegen fiel mir da eine Schlagzeile ein aus einer bekannten deutschen Rapperin, die Frau heißt Sabrina Setlur oder zu Deutsch Schwester S. Du liebst mich nicht, ein Nummer 1 Hit gewesen. Und sie sagt hier drin, die Rinder der Wahn, o bitte erbarmen, das werde ich mir ersparen, du liebst mich nicht. Und da fiel mir ein, stimmt, da gab es mal einen Rinderwahn, das war ja die größte Seuche, die man überhaupt hatte und jeder hatte Angst, irgendwie so Fleisch aus Großbritannien, glaube ich, war das gewesen, zu essen oder irgendwie zu und so weiter. Und also diese Angstmacherei und so weiter und so fort, die hat nichts mit Liebe zu tun, ne? Das wusste die Frau Setlur schon vor über 20 Jahren. Ja, ja. Nochmal, Experte heißt eine durch Erfahrung weise Person. Was sagt die Bibel denn über Weisheit? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Das ist eigentlich die Ehrfurcht vor dem Herrn, ne? Die Furcht des Herrn. Der Herr hat ja keine Furcht, ne? Also wenn man das richtig übersetzen will in richtiges Deutsch, würde ich sagen, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, da sieht man wieder, ne, die englische Version, ne? The fear of the Lord. Ja. Naja. Entschuldigung, dass ich Römer 1, 22 da vergessen habe, aber ich fand den Sprüche 1, 7 wichtig. Was, ja. Und wir können ja gerne Römer nachholen, aber Sprüche ist eben auch Altes Testament und Römer ist Neues Testament. Das heißt, die Reihenfolge ist dann ja richtig, wenn ich sage, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja, und es gibt ja auch Wirtschaftsweise heutzutage zum Beispiel, ne? Ja. Und wer noch ein bisschen mehr über Römer 1, 22 wissen möchte, der sollte sich meine Bibelstudie-Serie angucken mit 10 Teilen, die sich nur beschäftigt mit Römer Kapitel 1, Vers 15 bis 32. Und das ist die Geschichte dabei. Also alles, was uns als Experten verkauft wird, sei es jetzt Historiker im Fall Kennedy, sei es Wissenschaftler in der aktuellen Situation, sei es irgendetwas Ähnliches, es hat sich ganz viel herausgestellt. Und ich zitiere nochmal Sabrina Setlur, auch wenn man das vielleicht in der Kennedy-Sendung jetzt irgendwie erwartet hätte. Ja, die Rinder der Wahn, oh bitte erbarmen. Ja, wie viele Menschen haben damals Angst gehabt, dass sie sich irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, vergiften oder was weiß ich. Ne, Rinderwahn, kennt ihr noch, ne? BSE hieß das mal. Okay. Also, Experten. Experten, das sind auch Experten hier, auch Menschen, von denen man meint, dass sie irgendeine Leuchtkraft hätten oder irgendeine Strahlkraft hätten oder irgendetwas alleine machen würden. Dabei sind diese Menschen dann auch so ergiebig, die sind in der Recherche, sind sie dann auch zwar Brüder im Geiste, aber trotzdem sind die Menschen dann auch gesteuert von anderen Menschen im Hintergrund. Ihr seht jetzt hier die weltbekannte Künstler Martina Abramovic, die nur Satanismus propagiert, mit einem Herrn Rothschild zusammen. Das sind Menschen im Geiste. Die sind natürlich nicht umsonst vor einem solchen Bild vereinigt. Ne? Brüder im Geiste sind, wollte ich sagen, Geschwister im Geiste sind. Oder Geschwister, ja, genau. Ja. Ja? Wie gesagt, wie war der Spruch von Jeremia 9, Vers 2 noch? Ne? Trau keinem Bruder.
Es ist einfach so, diese Menschen haben natürlich alle eine gemeinsame Agenda. Das sieht man schon, dass sie sich jetzt hier quasi gemein machen mit dem Inhalt des Bildes. Ich habe jetzt vergessen, was dieses Bild ist, aber das hat auch mit Krieg und mit Geistern und Engeln und so weiter zu tun. Aber es ist einfach das Problem, dass man eigentlich schon, wenn man Menschen recherchiert, schon weiß, wer zu wem passt. Und die haben also nichts Nächstenliebenmäßiges im Sinn. Die lieben nur sich selber. Oder das Geld oder den Ruhm, die Macht. Alles das, was Satan verspricht, ne? Deswegen sind das auch Scheinriesen auf der anderen Seite. Das heißt, das sind Menschen, die also für die Menschen so erscheinen, als wenn die unglaublich viel zu sagen hätten. Die haben vielleicht unglaublich viel Geld oder sind halt unglaublich berühmt oder berüchtigt oder wie auch immer, aber dennoch sind alles Scheinriesen. Die wahren Menschen im Hintergrund kontrollieren auch einen Herrn Rothschild. Ich habe hier ein aktuelles Beispiel und ihr werdet es nicht glauben. Es geht hoffentlich ganz schnell, weil mir läuft die Zeit einfach weg. Die Astrophysikerin Jonna Levin, und die hat 5 verschiedene Menschen gefragt, und zwar ein Kind, ein Teenager, eine College-Studentin und Doktoranden sozusagen und einen Experten über die Geschichte der Gravitation, Schwerkraft. Und bei den Bildern, die sie jetzt hier abgibt als Expertin, da würde sie uns doch sicher nie etwas vormachen, oder? Dass man da im Hintergrund dann irgendwelche Bilder dann einspielen kann, sodass sie dann plötzlich dann im Weltraum schwebt oder was weiß ich anderes. Also das sind alles Darsteller. Die kann ja ruhig einen PhD haben. Die kann auch eine Professur haben. Aber das macht sie halt nicht zu einem glaubhaften Menschen. Das ist alles Science Fiction hier. Genau wie viele Situationen dann auch. Das ist Science Fiction. Und ich habe dieses extra benannt in einer Kennedy-Sendung, weil es halt einfach viele Experten gibt, die jetzt sicherlich auch meine Sendung irgendwie torpedieren würden und sagen, das ist alles Blödsinn, die Experten der Kommission haben festgestellt, die Warren-Kommission hat festgestellt, die Ballistik-Experten haben festgestellt und was weiß ich alles, die Forensik-Menschen haben festgestellt und so weiter. Ja, und alle diese Menschen sind meistens abhängig beschäftigt und irgendjemandem zu Dank verpflichtet und deswegen gibt es da ein Sprichwort in Deutsch, ganz einfach, ganz simpel: Wer die Musik bestellt, der bezahlt sie auch. Also wer dann letzten Endes eine Expertise dann bestellt, der bezahlt das Ergebnis dann nur, wenn das Ergebnis gefällt. Diese Frau ist im Massachusetts Institute of Technology, erinnert euch an letzte Folge, glaube ich, ne? Das ist das mit dem Professor, der da so ein tolle Pentagramme an die Kreidetafel da kritzelt. Und sie hat einen Bachelor in Astronomie und Physik und so weiter und so fort. Und sie erklärt dann hier eben diese ganze Gravitation. Was hat das damit zu tun? Naja, es ist ein amerikanisches Format und jetzt kam plötzlich die Geschichte, die mich da so ein bisschen an Freimaurerei erinnert hat, denn es geht jetzt hier plötzlich um Raumfahrt und es geht jetzt plötzlich hier darum, dass es eine sogenannte Fluchtgeschwindigkeit gibt. Und diese Fluchtgeschwindigkeit beträgt genau 11 Kilometer pro Sekunde. Was passiert denn dann? Na, wenn du mit 11 Kilometer pro Sekunde den sogenannte Erde verlässt, ja, dann entfliehst du der Schwerkraft der Erde. 11. Ich habe mir gedacht, Mensch, Moment, da war doch mal was, ne? NASA, Astronauten, Freimaurer, 11 und zack, schon wieder ein Treffer. 11 Kilometer pro Sekunde. Ich frage mich ja, warum nimmt die jetzt hier ein metrisches Maß? Warum nimmt die jetzt hier ein europäisches Maß? Warum nimmt die jetzt hier nicht Miles per Hour oder Miles per Second? Nein, 11 Kilometer pro Sekunde. Fand ich schon mal interessant, ne? Mann, Mann, Mann. Also Zufälle, Zufälle. Ich kürze jetzt hier ab, ne? Sonst sind wir nie zu Ende. Wir kommen auch nicht mehr zum Kennedy, diese Sendung. Aber nur damit ihr seht, ja, plötzlich plumpst einem das ins Gehege sozusagen. Ja, 11 war die Zahl und wir müssen jetzt das heute nicht mehr lesen. Ja, der Turmfall von Babel, 1. Mose 11 oder Genesis 11, wie ihr das haben wollt, dass eben das Thema sozusagen der Freimaurerei ist. Ja, und die Freimaurerei oder die Astronauten oder die NASA oder alles dasselbe, ja, die wollen sich eben gleich machen, eben dem Luzifer. Und deswegen kam jetzt das nächste Problem. Es gibt bis heute immer noch keine vernünftige deutsche Bibelübersetzung. Deswegen hat der Jörg jetzt auch diesen Text übersetzt von Jesaja 14,12, wo dann eben genau drin steht: Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen. So, und er wird da ihm sein wie der Höchste, also wie Gott. Und das ist eben genau die Geschichte von Luzifer, der heutzutage Satan heißt, also seine Berufsbezeichnung sozusagen geändert hat, der eben dann hier verewigt ist sozusagen mit seinem Emblem, dem Pentagramm, mit dem fünfzackigen Stern. Das hat mit den 5 Ichs zu tun in Jesaja 14. 1, 2, 3, 4, 5. Ich will Gott sein sozusagen, oder ich will über Gott stehen. Eine kurze Frage mal eben. Diese Expertin, die du gerade gehört, die sagte, man muss 11 Kilometer pro Sekunde schnell sein, um die Schwerkraft der Erde oder die Gravitation, die Schwerkraft der Erde zu überbrücken. Exakt, ja. Also mit anderen Worten, die Raketen, die da bauen,
müssen eine Geschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde und schneller haben, um überhaupt die Erde verlassen zu können, ja, und zum Mond zu fliegen. Ja. 11 Kilometer pro Sekunde? Ja. Das glaubt doch kein Mensch. Das kommt jetzt gleich. Ich bitte drum. Ich fand das nur so interessant in dem Zusammenhang mit Kennedy. Wir haben ja ein Kennedy Space Center. Wir haben ja die Freimaurerei hier benannt. Wir haben die Zahl 11 benannt. Und dann ploppt mir das diese Woche zusammen, weil ich habe ja auch immer so ein Auge auf die Wissenschaft, weil meine Sendung ist Wissenschaft, die neue Religion, ja auch demnächst noch weiterlaufen soll, wenn ich mal irgendwann wieder Zeit zur Recherche habe. Und das ist mir diese Woche über die Füße gefallen. Also nochmal, das Pentagramm, der 5-Stern, also Penta heißt 5. Pentateuch zum Beispiel, ja, oder Pentagon, ne? Nicht umsonst deswegen, ist also letzten Endes sind die 5 Verwünschungen von Lucifer jetzt Satan. Deswegen habt ihr jetzt hier so prominent so eine Ziege oder Scapegoat, ne? Oder halt jetzt einen Sündenbock, wie auch immer, da jetzt eben eingeblendet. Und ihr habt natürlich diese 5-zackigen Sterne logischerweise als Herrschaftssymbol Satans in den Flaggen von USA, von China, von der Europäischen Union. Und dieses Symbol ist halt sehr, sehr alt. Angeblich dann bei den Etruskern irgendwo auf dem Grabstein gewesen, aber ist eigentlich noch viel älter, weil es ist letzten Endes nur eine Versymbolichung des Ausspruchs aus Jesaja 14, gleichzeitig dann auch noch die Venus als Morgenstern. Und das ist eben genau die Geschichte, dieselbe Geschichte, wie jetzt eben im Jesaja ist, haben wir jetzt eben auch in dem anderen Kapitel der Bibel, und zwar im Hesekiel 28, das Kapitel, was wir bis zum Abwinken benutzt haben in der satanischen Musik- und Medienagenda, wo nämlich dann eben genauso wieder die Geschichte drinsteht, dass eben Menschen, also Herrscher beispielsweise, den König von Tyros ist hier genannt, also einer der Herrscher der Welt, benannt worden ist, der kann ja niemals im Garten von Eden gewesen sein. Ja, und deswegen ist also dann die Herrschaftsmacht hinter dem König von Tyros, also der, der den König steuert, gemeint gewesen. Und das ist dann wiederum, wenn man so will, eben der Teufel, um mal jetzt einen ganz allgemeinen Namen jetzt hier zu benennen. Und diesen Vers, den wir jetzt hier damals benannt haben, könnten wir jetzt auch mal lesen, von 13 bis 19. In Eden, im Garten Gottes warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolyt, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzten sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden, bist für immer dahin. Damit haben wir den ersten Musikanten sozusagen, der eben da Lobpreis spielen sollte, aber dann letzten Endes gescheitert ist, weil er eben seine Weisheit verderbt hat, weil er selber glänzen wollte. Ne? Kann man ja nicht anders sagen, um deines Glanzes willen. Und deswegen haben wir eben die Geschichte in Vers 19, das eben drinsteht, zu dem Geist, der eben genau diesen König von Tyros jetzt da steuerte. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Und das ist vielleicht eine Sache, wo jemand drüber lesen würde und sagen, das war mal eine alte Begebenheit, das hat nichts damit zu tun mit heute. Naja, dann pass mal auf, was die englische Bibel dazu sagt. Ezekiel 28, 13 ist jetzt natürlich dieselbe Geschichte, nur halt in besserem Englisch oder
treffsicherer benannt. Und hier ist der Vers 19, zumindest in der Blaney-Version, weil die halt einfach neueres Englisch spricht. Die heißt nämlich jetzt hier: All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more. Das heißt, hier ist also der böse Geist, um das mal ganz salopp zu sagen, also der Teufel oder Satan, wie ihr wollt, benannt worden als Terror. Und was macht diese satanische Welt da draus? Die dreht alles um. Ja? Und dann gibt es eben den König, sagen wir mal so, von Amerika, von USA, der George Bush, der damals König gespielt hat, der also dann auch an den Drähten hing, der hat gesagt, jede Nation in jeder Region muss eine Entscheidung treffen, entweder seid ihr mit uns oder aber ihr seid mit den Terroristen. Was hat er damals gemacht? Er hat eine ganze Menge Länder angegriffen und ganz viel Leid über diese Zivilbevölkerung gebracht. Aber er bezeichnet die anderen als Terroristen, wobei Terrorist oder Terror in der Bibel benannt ist als ein Ausdruck für den Teufel. Und der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Also ihr seht, es wird alles herumgedreht. Die Menschen, die dann die Könige hier, die vom Teufel letzten Endes dann halt ihre Befehle bekommen oder halt von den Männern oder Menschen, die hinter den Strippen ziehen, die bezeichnen dann andere Menschen, mit denen die gar nichts zu tun haben, die denen auch nichts getan haben. Denn was kann beispielsweise eine afghanische Hochzeitsgesellschaft für die schlechte Laune von einem George W. Bush? Nichts. Die bezeichnet er als Terroristen, also auch Zivilbevölkerung, die da umgekommen ist in Afghanistan. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Das Bild von dir schließt ab mit zwei Bildern von Madeleine Albright. Mir ist mal wieder die Kinnlade runtergefallen, als ich die belgischen Nachrichten hörte. Das war gestern. Ich hatte gestern Abend Sendung mit Tom Fress und ich habe Tom Fress gesagt, ich möchte eigentlich gerne eine aktuelle Sendung machen, weil die Madeleine Albright ist vor einem knappen Monat gestorben und gestern begraben worden. Und zur Gelegenheit ihres Begräbnisses hat natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, der ein absoluter Erzkatholik ist und jesuitisch ausgebildet wurde, eine Rede gehalten. Und diese Rede, den zweiten Satz, den er sagt, den möchte ich euch mal eben vorlesen. Und zwar erst im Original Englischen und dann werde ich ihn übersetzen ins Deutsche. Und wer jetzt nicht weiß, wer Madeleine Albright war, da kann Michael dann ja hier kurz gerne das Video einfügen von 24 Sekunden, das sie in der amerikanischen Nachrichtensendung 60 Minutes zum Besten gegeben hat. Das Video kannst du sie vielleicht jetzt eben einspielen. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Und dann sagt der amerikanische Präsident Biden auf dem Begräbnis von dieser 84 Jahre alte gewordenen Madeleine Albright, Zitat: And in the 20th and 21st century, freedom had no greater champion than Madeleine Coble Albright. Auf Deutsch: Und im 20. und 21. Jahrhundert hatte die Freiheit keinen größeren Champion, also Meister, als Madeleine Coble Albright. Und das müssen wir jetzt bitte im Zusammenhang mit dem Zitat aus 60 Minutes sehen. Entschuldigung, Michael, heute stehle ich dir vielleicht ein bisschen den Wind, aber das musste gesagt werden. Ja, was ich sagen möchte, ist halt letzten Endes, dass diese Menschen halt über Leichen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurden niemals existierende Massenvernichtungswaffen gefunden im Irak. Trotzdem hat man durch Embargos und Sanktionen den Tod von Kindern aufgrund von nicht erhaltenen Lebensmitteln und Medikamenten billigend in Kauf genommen. Und deswegen fragt rechts diese Protestantin sozusagen, weil sie protestiert ja, sagt 1,5 Millionen Tote im Irak, aber 5000 Tote bei den Anschlägen sozusagen in New York. Wer sind denn jetzt wirklich die Terroristen? Das ist eben genau umgekehrt. Ne? Es gab dieses nicht. Und hier in diesem durchsichtigen Röhrchen, da kann noch alles drin sein. Da kann auch Sandkasten Buddelkram drin sein, ja, er hat sich nachher dafür entschuldigt, aber letzten Endes sind durch diese ganzen Lügen Menschen gestorben. Und ihr seht ja hier beispielsweise eine Aufnahme, die ich nicht zufällig gewählt habe. Und hier seht ihr beispielsweise über Nacht
angebliche Bilder, aber wie gesagt, ich war nicht dabei, in Bagdad, wo eben damals dann das Regime von Saddam Hussein bombardiert wurde. Und wie ich finde, einer, der Saddam Hussein recht ähnlich sah, aus einem Erdloch geholt wurde und öffentlich exekutiert wurde. So sieht dann auch die Demokratie bzw. das Demokratieverständnis der amerikanischen Regierung aus. Aber wie gesagt, man erkennt sie dann auch, die Menschen, die halt dementsprechend nur unser Bestes wollen, weil die alle einer gewissen Agenda folgen. Denn nochmal, wer die Musik bezahlt, der bestimmt das Programm. Ja, ist egal wo. Deswegen nochmal ganz kurz zu meiner Expertin. Wie gesagt, nur ganz kurz. Ich fand das so faszinierend. Also diese Fluchtgeschwindigkeit, wenn man die Erde verlassen will, warum sollte man eigentlich die Erde verlassen? Ich meine, ich kenne das einen Grund. Der Grund heißt menschliche Gier, Habsucht und Tötungswillen und menschliche... Ja, dass die Menschheit gefallen ist, aber das, glaube ich, ist, glaube ich, nicht das, was die meinen. Diese physikalische Geschichte der Fluchtgeschwindigkeit hier, die hat letzten Endes jetzt hier angeblich gewisse Termen, die erfüllt werden müssen. Und das hat natürlich mit der universellen, also mit der katholischen Gravitationskonstante zu tun, die ihr jetzt hier seht. Und ich will euch damit überhaupt nicht langweilen, aber hier habt ihr eben die 11.000 Meter pro Sekunde, also 11, das muss ja eigentlich ein Komma sein, 11,18 und so weiter Kilometer pro Sekunde. Ne? Das steht jetzt hier. Das fand ich interessant, also diese 11, also gut. Aber war jetzt nur meine Geschichte. Deswegen Keplersches Gesetz und so weiter. Wenn ich da jetzt anfange zu reden, wer Kepler ist und warum und wieso, weshalb und warum der überhaupt bekannt ist heutzutage, dann sind wir übernächste Woche noch hier dran und wir sind in 10 Jahren mit Kennedy nicht fertig. Ich schenke mir das jetzt, weil das letzten Endes jetzt hier ist alles Unfug, weil es halt auf komplett unvollständigen und auch komplett falschen Grundannahmen jetzt auch beruht. Und jetzt muss ich mal eben meine Stefanie fragen, ob die noch da ist. Sie haben gerufen? Ja. Na klar bin ich noch da. Ich sitze hier mit offener Kinnlade und höre dir zu. Dann kannst du dir denken, warum ich die 180 Kilometer Höhe jetzt hier rot gemacht habe. Vielleicht, weil wieder eine 18 darin steckt. Genau. Ja, richtig. Und damit, soll ich es nochmal sagen? 3x6? Ja, genau, 666. Eine Ausrede mit 180 Kilometer Höhe und so weiter, die wird natürlich dann hier wieder benannt. Wird aber noch besser. Ne, also hier nochmal, hier ist die Fluchtgeschwindigkeit, die ist angeblich 11 auf der Erde. Angeblich, ne? Muss man ja alles glauben. Kann ja keiner nachvollziehen, sind ja Experten. Die kannst du ja nicht widerlegen, weil logischerweise, du hast ja die Messinstrumente nicht, ne? Und überhaupt alles, ne? Also du kannst es zwar auch dann ausrechnen, aber weißt du, wer erzählt dir denn, wie weit die Sonne wirklich da entfernt ist, wenn dann plötzlich dann ein paar Jahre nach der Mondlandung heraus sich stellt, dass also die Atmosphäre dann plötzlich dann doch ganz anders aussieht auf der Erde und der Mond sich innerhalb der Atmosphäre befindet und so weiter und so fort, wie gesagt, ne? Aber bei den Apollo-Missionen betrug die Geschwindigkeit beim Wiedereintritt 10,8 Kilometer pro Sekunde. Und ansonsten müsste man also dann auch gewisse andere Sachen hier zugrunde legen. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich da ein bisschen länger, aber ich habe keine Zeit, jetzt wirklich da reinzugehen, weil dann sind wir wirklich nächste Woche noch hier, nur mit der Geschichte. Nur mal jetzt eben dazu, diese 11 Kilometer pro Sekunde. Nochmal, die NASA und die Astronautik, die hat mit Freimaurerei zu tun in den Vereinigten Staaten. Und das ist eigentlich die Raumfahrtbehörde der ganzen Welt. Deswegen sollte man Fragen stellen. Ich habe mir beispielsweise die Frage gestellt, woher kommt das Zeichen C für Lichtgeschwindigkeit? Das ist die Sache, mit denen ich mich so beschäftige. Andere wollen wissen, wer jetzt gerade im Dschungelcamp ist. Ich möchte wissen, woher kommt das Zeichen C für Lichtgeschwindigkeit? Denn ich kenne normalerweise nur V. Velocity. Ja? Aber komischerweise, da gibt es so eine Formel von so einem Immigranten, die heißt E gleich MC Quadrat. Ich habe mir gedacht, Moment mal, das ist sehr, sehr seltsam. Ne? Also das sind ja Fragen, glaube ich, die fragt da kaum mal jemand. Warum eigentlich nicht? Ich wollte euch nur mal dazu anleiten, bitteschön, fangt mal an, Fragen zu stellen. Ja? C steht angeblich für Celeritas. Ja? Ist die lateinische Bedeutung von Geschwindigkeit. Warum denn Latein? Warum hat denn der Herr Einstein da Latein? Und es gibt eine lange und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort heißt, ja, Isaac Asimov, ne? Der Roboter, der hat das mal 1959 genau in diesem Buch da beschrieben. Ne? C kommt eben von der Beschleunigung im lateinischen Wort Celeritas. Was hat das jetzt wieder mit Kennedy zu tun? Nix. Tut mir leid. Ja? Da stand doch auch gerade, dass C, also die Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lichtgeschwindigkeit, die immer angegeben wird mit 300.000 Kilometern pro Sekunde, ist keine Konstante. Es gibt inzwischen Versuche, da wurde die Lichtgeschwindigkeit sogar zurückgedreht auf Null. Das Licht wurde angehalten.
Ja, aber... Habe ich selbst mal im, auf wissenschaftlichen, zwischen Anführungszeichen, Seiten gelesen. Ja, ich habe 5 Stunden über Einstein in Englisch gemacht. Wie gesagt, ich wollte einfach nur mal sagen, dass man jetzt hier mal Fragen benennen soll. Ja, es ist einfach die Geschichte, niemand stellt Fragen. Jeder denkt, nur weil jetzt ein Experte ist namens Einstein oder Maxwell und so weiter und so fort, wäre das dann alles richtig. Und das ist die Geschichte. Ich wollte nicht da reingehen, ehrlich nicht. Weil dann werde ich nie zu dem Herrn Kennedy kommen. Ich wollte nur einfach mal sagen, das sind so Sachen, die beschäftigen mich, weil ich da letzten Endes denke, das sind alles Experten, die haben irgendetwas zu sagen. Und dann stelle ich plötzlich fest, ja, das ist gar nicht so. Ja, das hatte mit dem Einstein auch gar nichts zu tun. Das hat mit anderen Geschichten zu tun. Die sind halt alle so unglaublich lateinaffin, die Wissenschaftler. Das hat ja auch seine Gründe, ne? Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften zum Beispiel und solche ganzen Sachen. Und jetzt kommt eben genau dieses Interview. Und es tut mir schon echt leid, dass ich das hier eingefügt habe. Aber ich war so interessiert an diesen 11 Kilometer pro Sekunde. Und da ist es genau das, wo sie das erzählt. Nochmal, die ist PhD und die unterrichtet in der Universität. Ne? Also das sind Expertin. Okay? Sternchen, Gendersternchen oder was weiß ich, TIN. Ja? Und sie hat gesagt, Mensch, also wenn du es wirklich so schnell gehen willst und so weiter und so fort, ne, dann geht es auch nicht mehr zurück. Ne? Also dann wirst du auch nicht mehr runterfallen und so weiter und so fort. Dann ist also alles gut. Ne? Also ist ein tolles Bild hier. Ne? Also Photoshop oder auch nicht, aber egal. Ne? Sieht ja irgendwie noch irgendwie aus wie Folie hier, aber gut. Ne? Und dann brauchst du auch keine Motoren mehr und so weiter. Du kannst alles abschalten, weil du bist einfach schon einmal so schnell und du plumpst dann auch nicht mehr. Dann erreichst du die Umlaufbahn. Also da musst du jetzt auch dran glauben. Ne? Das hat ja alles mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist ja alles Religion, das ist ja alles Glaube. Ne? Du hast ja hier beispielsweise ein Apollo-Landemodul, dieses Mondlandemodul, was sicherlich jeder schon mal gesehen hat. Das Ding sieht ja auch irgendwie sehr lustig aus. Also ich denke immer so, das ist so Bestandteil von Ü-Eiern oder sowas. Aber das Ding ist angeblich exakt da auf dem Mond gelandet und hat sich auch nicht wehgetan. Und rechts ist die Zeichnung dazu. Und die Zeichnung sagt, dass es eben hier eine Motorlandevorrichtung gäbe, also einen Abbremsmotor sozusagen, der also dann zum Ablassen ist, ne? Descent Engine, 10.000 Pfund an Schub, ne? Den man auch dann steuern kann natürlich. Ne? So, und deswegen finde ich das so faszinierend, dass man also eine Technik 1969 hat, das ist ungefähr 50 Jahre her, dass man also noch nicht mal hier die Sandkörnchen unten drunter, unter, das ist die Düse hier, noch nicht mal da sieht. Ne? Also da sieht man dann schon, was man eigentlich davon zu halten hat, abgesehen davon, dass dieses Ding hier mit goldener Alufolie zugekleistert ist. Und das ist für mich, wenn man da noch weiter darüber diskutieren soll, dann tut mir leid, wenn man die Offensichtlichkeiten nicht sieht, dann hat man eben genau ein Problem, dass man eben Sachen nicht sehen möchte, weil sie einem Angst machen. Ne? Auf jeden Fall ist das Ding total umweltfreundlich, weil ich sage, das Ding hat nie abgehoben und ist auch nie irgendwie in Start gewesen. Also für mich hat das Ding null CO2 verbraucht. Ne? Das ist super, das Teil. Das ist also ist wie eine Fettecke. Ne? Aber ist das ganz toll. Das wird dir alles erklärt auf der NASA-Seite. Ich habe jetzt eine offizielle NASA-Seite hier der Regierung. Das ist ja eine Regierungsorganisation, NASA. Ist keine freie Wissenschaft, ist eine Regierungsorganisation. Und die erklärt dir das dann alles. Ne? Das musst du dann glauben, das ist eine Religion. 15.000 Newton Kraft und so weiter und so fort. Ne? Das haben die alles mit Computertechnologie 1960er Jahren alles hingekriegt. Alles super, ne? Alles ganz klasse. Ne? Die haben nicht hingekriegt, jetzt hier mal eine komplette gerade Fläche zu machen, die also nicht irgendwie geschraubt, geklebt und sonst irgendwie verkleidet werden müsste, aber die haben natürlich es geschafft, ohne eine Verwirbelung unter einer Düse, ein tonnenschweres Teil irgendwo auf dem Mond angeblich zu landen, ne? Ohne dass sich da ein Krater gebildet hätte drunter. Ne? Also Leute, wenn ihr wirklich das glauben wollt, dann glaubt das. Dann seid ihr aber irgendwie Anhänger einer Ra-El-Religion, die auch an UFOs und an tausend andere Sachen glaubt, aber das hat dann eben nichts mit Wissen sich aneignen zu tun. Das ist Glauben. Ja, Glauben ist dann, wenn ich dann auch irgendwann sage, okay, das muss ich jetzt glauben, aber ich kann es halt nicht beweisen, aber das ist Glauben hier, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Die ganze NASA hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ne? Da fehlen halt einfach viele Dinge. Ich könnte jetzt da anfangen, 10 Stunden über die NASA und ich hätte mindestens 12 Punkte aus dem Kopf, die ich letztens in einem Telefonat mit jemandem 90 Minuten gebracht habe, aber das führt uns nicht weiter bei Kennedy. Das ist der Die Bibel bringt es doch auf den Punkt, Michael. Die Bibel spricht von Science so-called. Ja. Mehr muss man doch gar nicht dazu sagen, oder? Hier ist ein weiterer Doktor der Philosophie, also die nennt sich Wissenschaftler heutzutage. Ne? Der ist also, sie hat also jetzt hier einen Sitz im Department of Physics in der New York Universität und der Matthew Kleban ist jetzt hier ein Philosophiedirektor, der darüber philosophiert über die Gravität, also über die Schwerkraft hier.
Jetzt pass mal auf, was da passiert. Ne? Du kannst noch nicht mal, guck dir die Geste an, die sie bringt, ja, 666, du kannst noch nicht mal genau sagen, was dein Elektron ist. Das sind ja zwei Experten unter sich, bitteschön, ja? Und er sagt, naja, gut, also du kannst nichts Absolutes sagen in Quantummechanik. Also das ist die Nachfolgegeschichte von Immanuel Einstein. Ne? Bitte, es darf heutzutage in dieser Welt kein Absolutismus regieren. Es darf ja keinen Gott geben. Alles muss ja relativ sein, muss ja für jeden irgendwie passend sein. Jeder sucht sich seinen relativen Standpunkt aus. Das ist ja auch der große Trick bei der sogenannten Relativitätstheorie von Immanuel Einstein. Ja? Da kannst du immer sagen, nö, das hängt von meinem Standpunkt aus ab. Ne? Die ganze Theorie ist natürlich Müll. Die kann man innerhalb von 10 Sekunden widerlegen. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass es wird und wenn du die nicht glaubst, dann kriegst du schlechte Noten. Ja? Und es gibt schwarze Löcher und so weiter. Das ist alles eine satanische Doktrin. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Ja? Und da gibt es dann auch Energie drin. Also das kannst du nicht beweisen. Das ist Glauben. Das kannst du nicht beweisen. Geh mal hin und versuch mal einfach die Erde zu verlassen. Da scheiterst du schon an der Geschwindigkeit als normaler Mensch. Ja, aber die NASA, die kann Wunder, die haben Zauberer, die können alles, die können die Erde verlassen, die können schublose Landefähren bauen, die können alles, ja, und die erzählen ja was von schwarzen Löchern und Energie da drin, es wird aber noch viel, viel besser, ja, und er sagt, das sind eben die geheiligten Prinzipien der Relativität, heilig, heilig, lass nicht dran rütteln, das ist wie der Papst, und das kommt natürlich auch so in derselben Richtung, ne, ist ja klar. Und sie meint dann jetzt hier nochmal, sie ist Dozentin und so weiter und so fort, PhD. Es ist möglich, dass das die ganze Schwerkraft und so weiter und so fort ist eine Art von Illusion. Hat aber vorher zu zig Leuten die Schwerkraft erklärt. Plötzlich, wenn sie einem Experten gegenüber sitzt, als selbsternannte Expertin, ist es dann plötzlich alles eine Illusion. Ja? Und er sagt, naja, wir wissen nicht, auf welcher Seite die Illusion ist. Which side is the reality? Oder auf welcher Seite die Realität ist. Ne? Und zwei sind ja total glücklich, weil sie auf einer metaphorischen Ebene jetzt gerade einen absolut mentalen Orgasmus haben. Ja, das ist alles dasselbe. Also das, was deine Quantumphysik ist und was deine Vorstellungskraft ist, das ist alles dasselbe. Hey, du kannst alles sein, was du willst. Ne? Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Denk, was du willst, ist das ganze Gesetz. Ne? Aber das hat eben mit der Realität und mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht gibt es ja auch so irgendetwas wie Schwerkraft. Interessant, ne? Sie will aber vorher Menschen das erzählen, ja? Was das ist. Aber dann, wenn sie mal Experten und so weiter, Experten unter sich sind, dann sagt sie, naja, vielleicht gibt es ja überhaupt nicht so einen Teil wie die Schwerkraft, welches man isoliert betrachten könnte von dem Quantum Mechanics, also Quantenmechanik. Wir haben zwei Seiten, die eigentlich geheim, guck mal, jetzt sind wir schon bei den Freimaurern, actually secretly the same. Also wir haben zwei Seiten, die eigentlich geheimerweise dasselbe sind. Ne? Also du kannst deine Illusion nicht von diesen ganzen Theorien trennen. Das sind alles nur Theorien, die kannst du auch nicht beweisen. Das entsteht alles oder das ist, existiert ja alles, auch wie Einsteins Geschichte, nur in der Illusion. Eid der Jesuiten wieder, Michael. Ja. Ich musste dazwischen fahren, wenn du mal ganz kurz Luft holst. Geh noch mal kurz hoch auf das Bild davor, was du gerade gesagt hattest. We've got two sides which are actually secretly the same. Wir haben zwei Seiten, die im Grunde im Geheimen das Gleiche sind. Ja. Und das ist genau, wie Politik heute gemacht wird, das ist genau, wie Krieg heute gemacht wird, weil die beiden Seiten, die euch vorgespielt werden, sind hinter den Schirmen von derselben Seite gelenkt und sie haben dieselben Ziele. Das wollte ich doch mal eben sagen. Es kommt wieder aus dem Eid der Jesuiten, ne? Ja, und ich habe ja deswegen zweimal dieses Interview angeguckt. Also alleine nur das kostet mich schon ein paar Stunden mit Aufarbeitung und Einkopieren, aber war es mir absolut wert, ne? Und er hat gesagt, auf einer dieser beiden Seiten gibt es definitiv keine Schwerkraft. Das sind die Experten unter sich, ne? Aber wir sind jetzt hier in einem Schwerkrafterklärungsvideo. Ja? Ist das jetzt Quantum-Theorie of Gravity, whatever that means? Also, verstehst du, die unterhalten sich jetzt hier über ihre eigenen Gedankenkonstrukte und sie träumen schon davon, Mensch, wie wäre das wahrscheinlich, mit ihm zusammen ein Kennenlernen-Dinner zu haben und dann den ganzen Abend über Quantumphysik und so weiter und eventuell irgendeinen glitzernden Raumanzug zu haben und mit ihm irgendwie in irgendwelchen Sphären abzudriften und eventuell dann auch noch für irgendeinem Bluescreen irgendetwas für die Schüler dazu kredenzen, sodass dann die 12-Jährige dann sagt, boah, ich finde meine Lehrerin ganz toll, die gibt sich immer so völlig Mühe beim Erklären. Das Problem ist nur, sie weiß überhaupt nicht, wovon sie da redet, weil alle Erklärungsversuche, die hier sind, sein können und genau auch nicht. Er hat ja selber gesagt, ne? Eigentlich sind die Sachen alle gleich und auch nur auf einer Seite ist Gravitation, also Schwerkraft, ne? Aber eigentlich sind beide Sachen gleich. Also es widerspricht sich am laufenden Bande hier.
Also, verstehst du, wir brauchen jetzt die neue Quantumtheorie, um die nächste Theorie dann quasi wieder abzulösen. Aber es bleibt nach wie vor eine Theorie. Das hat mit der Praxis nichts zu tun. Das sind alles diese fundamentalen Sachen, ja, die wir absolut nicht verstehen. Aber die werden den Kindern und den Studenten dann gelehrt als Praxis und als Wahrheit. Das ist ein ganz fantastisches Interview, finde ich das. Erzählen die einem nicht, die Gravitationsfelder der ganzen Planeten würden so zusammenspielen, damit die nicht alle kollidieren und in ihren Laufbahnen bleiben? Ja, ja, natürlich. Und ein schweres Objekt würde ein leichteres anziehen und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt einfach so. Und natürlich beruht das natürlich jetzt für die Kinder oder für die Ranwachsenden natürlich auf diesem Beispiel mit dem Mond und den Gezeiten ganz oft. Ne? Wobei es da auch wiederum keinen Beweis für gibt. Das ist eine Hypothese. Solange die Gravitation nicht bewiesen ist und über Fallgeschwindigkeit kannst du Gravitation nicht beweisen, weil es eigentlich eine komplett andere Herangehensweise ist und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, das heißt, die Grundannahme, das Grundaxiom ist schon falsch. Das Grundaxiom ist schon nicht bewiesen. Aufgrund dieses nicht bewiesenen Axioms haben die jetzt hier ihre ganzen mentalen Ergüsse. Und sie haben gesagt, irgendetwas funktioniert hier. Aber bloß bitte nicht Schöpfung oder Gott oder Bibel ins Bild. Ansonsten wären die beiden ja keine Experten und keine Halbgötter mehr. Denn welche Struktur da unten drunter liegt, das wissen wir einfach nicht. Also solche wissen nichts. Aber die bringen dann dabei, dass ihre Schüler genau dieselben Gedanken und Theorien haben wie sie selber. Und deswegen ist auch die Formel E gleich mc Quadrat kein Naturgesetz. Das ist wieder eine Lüge. Das ist alles eine Lüge, das ist immer noch eine Theorie. Und eine Theorie kann kein Gesetz sein, denn wenn sie Gesetz wäre, wäre sie schon bewiesen. Also es ist kein Naturgesetz. Das ist alles Fiktion, Leute. Das ist alles Fiktion. Und deswegen habe ich mal gesagt, obwohl ich überhaupt den Sokrates und alles nicht leiden kann, weil ich auch gar nicht glaube, dass sie überhaupt existiert haben, aber der Satz vom Inhalt, der ist gut. Ich weiß, dass ich nichts weiß, denn alles das, was ich weiß, hat mir mein Schöpfer beigebracht. Ich kann ohne Gott nichts sein, weil Gott mich geschaffen hat. Und wenn andere Menschen anderen Göttern hinterherlaufen, dann versuchen sie dann halt einfach aus sich selber heraus irgendeine Überzeugung zu haben, die immer Religion ist, mit Wissenschaft nichts mehr zu tun hat. Und wenn andere dann eben andere Götter verehren, wie beispielsweise der Tempel des Apollon in Delphi, ja, Orakel irgendjemand, dann hat das eben mit dem Sonnengott zu tun, mit dem Lichtgott zu tun. Aber das sind eben alles heidnische Götter, die anbeten. Und die Wissenschaft betet Götzen an. Die Götzen heißen dann Einstein, Maxwell, und so weiter und so fort. Das sind dann Götzen, das sind dann Ersatzgötter, aber das hat eben nichts mit der Wahrheit zu tun. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, liebe Leute da draußen. Ja, das sind alles, die Quelle ist dann Platon, ja, von Sokrates, ne? Aber von vielen Wissenschaftlern wird das als fromme Fiktion, fromm ist interessant, es wird der Religion, ne? Fiktion der sokratischen Schule angezweifelt. Also selbst da ist das alles fließend. Ne? Der Apollon-Tempel in Delphi, das wichtigste Orakel im antiken Griechenland, war Apollon geweiht. Patsch, dem Gott des Lichtes, Apollo 11. Mann, wenn man da die Verbindung nicht sieht, dann kann ich da nicht dafür. Aber man muss das einfach sehen. Das ist alles hier nur dann letzten Endes, um die Leute von der Bibel wegzuhalten. Kamstern Galactica. Ja, Sterne sind beschrieben in der Bibel als gefallene Engel beispielsweise. Die Sterne, die auf die Erde niedergingen in Offenbarung 13. Was ist denn dann ein Kampfstern? Das ist ein Kampfengel. Ja, wer kann das denn sein? Irgendjemand hat eine Idee? Ist doch ganz einfach. Ist immer dasselbe. Ja, der hat doch 5 Strahlen da hinten, ne? Ja, ja, hier. Hm. Ja, und guckt euch das an. Es ist jetzt hier, der Apollo ist der Kolonialkrieger der kolonialen Flotte, auf dem Kampfstern Galactica dient. Also Apollo, der Lichtgott, ich übersetze jetzt mal eben, ja, der eben Lucifer-Satan dient. Ja, und der Sohn von Kommando Adama, also wie Adam A. Ja, und da gibt es auch noch einen Bruder von Athena. Und die sind natürlich alle in der blauen Staffel. Das hat nämlich etwas mit Religion zu tun. Mit Glauben beispielsweise, wo junge Menschen schon herangeführt werden, dass es da irgendwie eine außerirdische und was weiß ich, dass man dann andere Planeten, ja, dann bevölkern würde und so weiter. Deswegen sieht dann auch irgendwie so der Kommandoschirm von dem Kampfstern Galactica dann so ungefähr aus wie so ein Pharaonen-Gedöns mit Schlange oben drauf. Ne? Aber das ist natürlich alles jetzt nur wieder meine Schlussfolgerungen, die natürlich nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Oder doch? Denn die unvollständigen Götter oder der unvollständige Gott wird immer als ein Auge dargestellt. Hier sind wir mal die Zyklopen. Und
nicht die Zyklopen. Das ist in der griechischen Mythologie. Hier haben wir die Zylonen beim Kampfstein Galactica, die Bösen, die haben ja nur ein Auge. Ne? Nochmal, die Guten haben zwei, die Bösen haben eins. Und das war die Vorlage für Knight Rider, für diesen Scanner. Ne? Knight Rider heißt übrigens jemand, der auf einem Kreuzzug ist. Ne? Aber da darfst du in Deutsch die Übersetzung aus dem Englischen nicht wissen. Du musst in Deutsch darfst du halt kein besorgter Bürger sein. Deswegen habt ihr auch beim Herr der Ringe ein Auge-Symbolik, ausgerechnet auch noch ein Reptilienauge und eben auf dem Rückseite des Dollarscheines eben das Auge von Luzifer, von Satan, den unverständigen Gott und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen haben wir natürlich beim Orakel von Delphi eine Pythia, so heißt die Priesterin. Die hat natürlich mit Python zu tun. Python hat natürlich... klar, mit so einem Viech zu tun. Python ist eigentlich ein Drache, die alte Schlange. Ne? Guckt mal Offenbarung. Ja. Und als Name des Ungeheuers wird dann Delphine genannt. Später ist dann der Name des Ortes zum Namen der Schlange geworden. Ist klar. Die Schlange übrigens hat ihre Zunge geliehen der NASA, wobei wir dann schon wieder bei der Elf wären. Ne? Und von der kann man auch nicht flüchten. Da gibt es keine Fluchtgeschwindigkeit. Da gibt es nur die Bibel und Jesus Christus. Da gibt es keine Fluchtgeschwindigkeit. Ach, das... Ich könnte da Stunden mitfüllen, nur alleine schon oft aus dem Thema. Ne? Und es gibt eine Rede beispielsweise von dem Herrn Kennedy über die Freimaurerei. Und er sagt hier, "And who believed that the President of the United States should be the honorary chairman of a great fraternal organization?" Zu Deutsch. Und wer meint, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der Ehrengast oder der Ehrenvorsitzende einer großen Bruderschaft sein soll und so weiter und dann auch selber zeremoniale Funktionen wahrnimmt und so weiter, dann ist nicht das, was die Konstitution sagt. Und ich habe mich nicht aufstellen lassen als Präsident der Vereinigten Staaten, um eben dieses Amt in dieser Art und Weise dann da zu erfüllen. Ja, sehr interessant, dass er den Herrn Truman benennt, im gleichen Atemzug oder einen Satz später, der ein Freimaurer gewesen ist. Ja, schon sehr interessant. Aber wenn ihr denkt, das ist jetzt alles, nee, wir machen jetzt höher, schneller und weiter. Und damit sind wir jetzt bei einem Moses, aber nicht den aus der Bibel, sondern Moses Pelham, der mal in Frankfurt in den 90er Jahren ein Projekt gestartet hat, das heißt Rödelheim-Hartreim-Projekt. Und das hat mit Sabrina Setlur zu tun, ihr wisst noch, ne? Die Rinder der Wahn erbarmen. Das ist die Dame, die jetzt hier so tut, als wenn sie Hubschrauber fliegen könnte. Und guck mal, warum die eine goldene Schallplatte gekriegt haben für 250.000 verkaufte Exemplare. Die wussten genau, was geht oder was die jetzt da machen mussten. Ne? Guck mal, 666 von Moses und von Thomas gibt es hier so eine richtig schöne Pyramide. Ne? Ach, ja. Und im Text kommt dann rein, ich fass dich nicht mehr an, ich habe Beziehungen en masse. Ja, ich habe mir gedacht, klar. Ich habe mir nur dieses Video angucken wollen. Es tut mir leid, ich kann mir kein Video angucken bei YouTube, wo ich nicht irgendwo drauf, Guck mal, drittes Auge. Ja, wer ist denn denn für das dritte Auge zuständig? Hä? Manifestation, ja, wovon denn? Ach, ist immer dasselbe. Selbst Leute, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ja, die wollen erfolgreich sein. Ne? RHP, Rödelheim-Hartreim-Projekt, kann übrigens auch noch Right Hand Pass heißen. Ne? Das Problem übrigens immer mit Abkürzungen. Fahrt der rechten Hand, ne? Also Zauberei. Moment mal, wie war der Songtext? Wir sind durchs Wasser gegangen und nicht nass geworden. Ihr habt uns 20 Mal gesteinigt und wir sind nicht gestorben. Also wenn das noch von einem Moses vorgetragen wird, dann würde ich sagen, das hat aber doch vielleicht einen kleinen religiösen Touch, oder? Und dann kommt die Geschichte mit RHP, ne? Right Hand Pass. Ne? Scheint es wie Zauberei, wenn ich das Mikrofon greife und unseren Namen schrei. Ja, ich bin schwer davon zu überzeugen, dass viele Menschen genauso lustig sind, wie sie eigentlich da irgendwie dargestellt werden. Ich glaube, die wissen alle ganz genau, was sie zu tun haben, um erfolgreich zu sein, oder? Es ist völlig egal, in welchen Songtext ich reingehe. Ich finde es immer. Ich finde immer religiöse Geschichten und ich finde auch Sachen, die ich jetzt hier nicht vorlese, aber ich kann noch einen draufsetzen. Wenn er gebombt wird wie Vietnam, das ist man direkt schon mal bei Kennedy. Hm? Ja, und Moses P. ist eben jetzt hier der Geschichtenmensch, der jetzt hier, der kann wirklich toll reimen, aber manchmal schlägt er eben dann eben über die Stränge. Aber dafür hat er dann auch eine Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt bekommen, ne? Weil er so gut toll reimen kann, wie man hier sieht. Ne? Muss ich nur reimen, der Inhalt ist anscheinend nicht interessant, aber muss ich reimen. Aber der hat auf jeden Fall dann diese Plakette bekommen. Also es ist echt. Zurück zur Freimaurerei. Das war jetzt eben genau diese Rede von dem JFK über die Freimaurerei. Interessant, hat er dann ausgerechnet den Herrn Truman dann da bedient. Ne? Denn 33 ist ja der schottische Ritus der höchste Grad.
Ne? Geht ja 33 Stufen nach obbe, ne? Wie der Hesse sagen würde. Oben. Und das wissen viele Menschen, beispielsweise auch der Peter Gabriel, der endlich nach langer Zeit mal wieder hier ist, bitte nicht wieder wählen. Ich habe keine Lust mehr, mit denen zu tun zu haben. In Big Time, da verhöhnelt er angeblich jetzt hier die amerikanische Wirtschaft, aber sagt dann jetzt auch genau an dieser Stelle jetzt hier, I'm on my way, I'm making it. Ich bin jetzt auf dem Weg und ich werde es schaffen. Und der Mann ist Multimillionär geworden. Der wusste genau, wie das geht. Ich meine, wenn man aus so einer Stadt kommt, wo er dann auf einem Hügel meditiert und die Zeit vergisst, ne, und Einweihungsrituale macht und den Herrn C.G. Jung verehrt und einige andere spirituelle Erlebnisse auch noch hatte, der Mann weiß wirklich, wie das geht. Das ist ein Weltstar. Der war früher der Leadsänger, der Hauptsänger von Genesis, hat sich dann selbstständig gemacht. Und wenn Genesis nicht etwas mit der Bibel zu tun hat, dann habt ihr unsere Sendungen verpasst. Ne? Nochmal, ein Auge zeigt immer den unvollständigen Gott an. Hier eine Reklame über ein Psychopharmakamittel. Ne? Wenn also der Patient gegen Sie, also gegen die Bedrohung und so weiter dann ist, dann gib ihm einfach Thorazin, ja, und dann, das macht ein ganz schnelles Ende zu seiner ganzen Aggression. Dann liegt der Mensch halt chemisch bekifft irgendwo in der Ecke. Dass das Ding jetzt irgendwelche Nebenwirkungen hat, ist Pharma, Mensch. Ja. Wie sagte Peter Gabriel, I'm smarter than that. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, auf diese Geschichte mit der Zeremonie in Dallas zu Ehren des 50. Jahrestages der Ermordung von dem Herrn Kennedy. Warum hat man jetzt eigentlich nicht seinen Geburtstag genommen? Warum hat man seinen Todestag genommen? Würde ich doch jemanden ehren wollen, nehme ich doch den Geburtstag und nicht den Todestag, oder? Aber gut, man, auf unserer Welt ist eben alles komplett umgekehrt. Da ehren wir jedem einen Toten. Also da denken wir nicht an die Taten von jemandem, sondern wir ehren ihn jetzt hier genau da an der Stelle, wo er umgebracht worden ist. Da findet die Feier statt, als wenn es eine Feier wäre zum Feier desjenigen oder derjenigen, die ihn ermordet haben. Auf die Idee könnte er nochmal kommen. Aber warum spielen denn da jetzt Dudelsackspieler in Dallas? Wir sind in Dallas und nicht in Schottland. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Herr Kennedy aus Schottland käme. Der kam doch aus Irland. Aber das ist ja eigentlich ganz klar, warum die da spielen, oder? Ne? Der Dallas Scottish Rite Temple ist eine monumentale Struktur in Dallas, die 1913 gegründet worden ist. Sehr interessant. Und deswegen, ne, spielen die dann da auch. Der schottische Ritus, Freimaurergelände, Freimaurertempel, 33 Grad, 22.11.1963. Und die spielen da, die blasen sich da und die freuen sich dann da kaputt, dass die in ihrem Freimaurertempel dann den Nicht-Freimaurer John F. Kennedy umgebracht haben. Entschuldigung, wenn ich das mal so richtig ganz so sage, wie es ist. Und das ist deren Tempel in Dallas. Also aus dem Jahre 2012. Endlich kommt Stefanie. Sie haben gerufen? Ja. Ja, ich bin da. Guck mal, das ist der Tempel in Dallas. Also das ist genau die Stadt, wo der Herr Kennedy umgebracht worden ist. Und wir haben jetzt hier beispielsweise, hier oben an den Fenstern, haben wir beispielsweise ja schon dieses Sign of Anu. Ja, Mark of Cain, ja, also zu allen Seiten und so weiter, dass man die nicht antatschen darf, also das sind sozusagen die Bösen, wenn man so will. Ja, das hat man auch in freimaurischen Tempeln ganz oft. Aber es gibt noch eine andere Besonderheit und wir haben das nicht geprobt, wie wir das auch nie proben vorher. Wir haben das nicht geprobt, aber auch hier hast du eine Symbolik drin, die ziemlich versteckt ist. Ich kann dir gleich mal einen Tipp geben, aber vielleicht kommst du auch selber drauf. Also, ich sag einfach mal, was mir auffällt. Alleine schon sind diese Bögen an den Fenstern. Viele Säulen davor, das, diese dunklen Streifen. Das hier, genau. Genau. Ja, richtig, ganz genau, die meinte ich auch. Und wenn ich jetzt mal ganz einfach schnell durchzähle, dann habe ich hier 9 solche Ausbrüche an der Seite und auf der anderen Seite auch. Mhm. Genau. Ja, und so wieder bist du bei 18. Richtig. Es ist immer dasselbe. Ja? Das heißt, wenn man einmal die ganzen Geschichten Interest hat und weiß hier, dass Mark of Cain, also sind die Bösen, dann hast du hier Square und Compass oder du hast halt hier Viereck und Rechteck, du hast also hier männlich und weiblich und alles zusammen und du hast immer die 18, die 666 dabei, dann weißt du ganz genau, was das für eine Organisation ist. Da brauchst du nicht mal reinzugehen. Da brauchst du nichts von denen zu lesen. Du siehst, das ist ein Tempel jetzt, ist aufgrund der Säulen, die in der Bibel verboten worden sind. Du siehst ja den Adler als Herrschaftssymbol, nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch vom Römischen Reich. Und du siehst die 666-Symbolik überall. Und schon brauchst du mit den Leuten gar nicht mehr zu reden. Du kennst alles schon. Ne? Auch Säulen zum Tempel sind in der Bibel verboten, die höher gehen. Aber das ist alles ganz klar, was es ist. Und das ist jetzt hier der Gründer und derjenige, der das verbrochen hat. Ihr habt da mal ein Bild.
ja, der Herr Cochran, ein ehrenwerter Bürger und ein wahrer Freimaurer und ein christlicher Gentleman, findet den Fehler. Also, ein Christ kann kein Freimaurer sein. Ein Freimaurer kann auch kein Christ sein. Ein Christ macht nichts im Geheimen. Und ein Freimaurer dient auch nicht dem Gott der Bibel. Also von daher, das ist der Etikettenschwindel. Überall. Ja? Überall. Das ist alles nur Verführung. 33. Es gibt in der Numerologie, also die sogenannte Wissenschaft, die sich mit Zahlen beschäftigt, was ich auch früher mal betrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat das immer sehr stark interessiert. Da gibt es angeblich 3 Meisterzahlen. Man kann also jeden Namen beispielsweise, also euren Namen, wenn ihr jetzt Herbert Schmidt oder so heißt, kann man jetzt in numerische Werte zerlegen, so wie Pontifex Maximus zum Beispiel dann 666 ergibt. So kann man das mit arabischen Ziffern oder arabischen Zahlen besser gesagt machen und also dementsprechend Geburtsnamen und so weiter und so fort und auch mit den Geburtsdaten. Und klar, dass 22.11. dann auch 33 ergibt. Aber diese sind angeblich ganz tolle Zahlen, die dann bedeuten, dass der Eigentümer dieser Zahlen oder der Eigentümer dieses Namens dann ganz besondere Eigenschaften oder Talente in die Wiege gelegt bekommen hätte. Das sind die Meisterzahlen. So, und warum ist denn die höchste Meisterzahl 33? Oder andersrum gefragt, warum ist denn der höchste Ritus, der offizielle zumindest, im schottischen Ritus 33? Denn wir wissen ja, Dallas liegt auf dem 33. Breitengrad. Das Attentat ist passiert am 22.11. Und wir haben halt noch viele andere maßgebliche Freimaurer-Hinweise auf die Geschichte, den Tempel der Freimaurer in Dallas. Also warum ist denn jetzt hier 33 die höchste Meisterzahl? Hier steht da ganz genau Meisterzahlen. Jesus Christus hat uns gesagt, nenn niemand deinen Meister, denn nur einer ist dein Meister, der Jesus, der Christus. Ne? Das ist aber nämlich genau bei den 70 Wochen von Daniel. Da steht es auch 27 nach Christus, da wurde er ordiniert oder gesalbt als Priester. 31 nach Christus ist er am Kreuz gestorben und 34 nach Christus hört das auf. Jetzt kannst du genauso gut sagen, 26, 30 und 33, wie gesagt, die Jahre, das kannst du verschieben. Aber Jesus Christus ist nicht 33 nach Christus verstorben, nur 33 nach Christus war die 70. Jahrwoche zu Ende. Das ist da passiert, das ist das, was ich dir probiere deutlich zu machen. Thema ist tatsächlich, er ist 33 Jahre alt geworden, sonst hätte das sonst hätte das nicht funktioniert, beziehungsweise 33 und ein bisschen, sonst hätte das mit der Prophetie von Daniel nicht hingehauen. Das heißt, man wusste eigentlich schon, also er, beziehungsweise alle anderen hätten auch wissen müssen, wie alt er werden darf, damit die Prophetie sich jetzt erfüllt. Ja, das also hat Daniel wie er bereits prophezeit, 33 ja, Jahre. Also im Prinzip, wenn seine Jünger das Buch von Daniel lesen würden, müssten die genau wissen, dass sein Tod nicht zu vermeiden gewesen wäre, so mal so auszudrücken. Und interessant für die Freimaurerei oder überhaupt sind für diese 33 Stufen, wenn man so will, oder 33 Grade ist eben das Gesamtalter von Jesus Christus und die hohen Grade 30, 31, 32, weil 33 ist ja eigentlich nur der ehrenhalber Grad, 30, 31, 32 ist dann eigentlich dann da, wo man dann in der Freimaurerei dann tatsächlich initiiert wird oder halt den entsprechenden Rang hat. Alles drunter ist letzten Endes dann nur Kosmetik. Ja, und das ist das, was ich sagen wollte hier. Jesus Christus ist 33 Jahre und ein paar Monate geworden, also 33,5 irgendwo. Aber das ist das Thema mit der Freimaurerei. Die bezieht sich tatsächlich permanent auf die Bibel. Sei es mit der 11, mit dem Kapitel Genesis 11, 1. Buch Mose 11, sei es jetzt hier mit den 33, eben der Geschichte jetzt hier mit dem Lebensalter Jesus Christus. Also die beziehen sich schon auf die Bibel. Nur, dooferweise, haben die dann eben Meistergrade dabei. Also es haben ganz viele Geschichten, auch Anleihen aus dem römisch-katholischen Aberglauben, die eben dann überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Das Wirken jetzt hier oder die Prophetie, besser gesagt von Daniel, war zu Ende in Apostelgeschichte 13, 46, 47, wo eben dann jetzt hier Paulus und Barnabas eben dann versammelt gewesen sind und dann eben zu den Heiden gesprochen haben, weil sie die Heiden dann auch das Evangelium bekommen sollten, was letzten Endes dann eine Erfüllung wiederum war von Jesaja 49,5. Ja, und 13,46 wäre jetzt da, ab wo wir vielleicht vorlesen könnten. 13,46, was meinst du jetzt?
Apostelgeschichte. Ach hier, ja. Ah, da. Da sagt Paulus, ja. Ich hatte das nicht gleich gefunden, deswegen. Mhm. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Dann Jesaja auch weiterlesen. Ja, und das bezieht sich jetzt hier, 1347 bezieht sich jetzt hier mit dem Quervermerk in der Bibel eben auf die auf Jesaja 49,5. Und dann geht es weiter in Jesaja 49,6, wo er sagt: Ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und ja, so sieht man wieder einmal, wie sich die Dinge aus dem Alten Testament im Neuen Testament zwischen Anführungszeichen wiederholen oder wieder genannt werden. Dasselbe, was mit dem Daniel-Kapitel ist, weil Daniel im Prinzip, wenn man so will, das Kapitel ist, was die Geburt Jesu Christi dann auch widerspiegelt, zusammen mit vielen anderen Kapiteln. Und deswegen ist es natürlich dann so, alle Geheimorden der Welt haben letzten Endes jetzt nichts anderes als die Bibel als Vorlage und versuchen dann, die Menschen von der Bibel wegzubringen in ihre Geheimgesellschaften, die aber wiederum Verstoß gegen die Bibel ist. Aus dem Grunde gibt es dann in den Freimaurertempeln zwar eine Bibel, aber erstens nicht die originale Bibel. Wir haben ja schon gelernt, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten auf eine Freimaurerbibel geleistet worden ist von dem Herrn George Washington. Und es befindet sich nicht nur die Bibel dann da auf deren Altar, sondern auch der Koran und sonstige Sachen. Also von daher ist doch ganz klar, das ist mixing the holy with the profane, also das Profane mit dem Heiligen verbinden, alles zusammenmischen und dann eben nicht wundern, wenn da halt Ökumene und Murks bei rumkommt. Ne? Da wird eben nicht die Lehre gemacht, sondern da wird halt letzten Endes dann der Wein verschüttet und da wird letzten Endes dann eben, dass die Frucht die Frucht vor Dochter, ne? Die Leute, die dann halt initiiert sind, die glauben dann den Menschen mehr als Gott. Ne? Die glauben dann ihren freimaurerreichischen Kollegen und so weiter, die glauben dann eben mehr als alles andere. Ne? Und deswegen ist es schön, wenn man dann Jesaja 49 dann sieht, wie dann die Menge auf diese Botschaft dann reagiert. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. So viel dazu, dass es über Wahl und nicht Wille geht. Genau, ne? Genau. Das sind nämlich genau die Geschichten, die bestimmt waren. Also das, ich kann jetzt, wir können jetzt 100 Sendungen machen, aber wenn jemand eben beispielsweise das nicht verstehen soll oder halt noch nicht so weit ist, zum Beispiel, ja, dass wir können niemals sehen, ob irgendjemand bestimmt ist. Nur der Herr kann ins Herz sehen. Wir sehen immer nur das, was vor unseren Augen ist. Und wir werden teilweise ganz oft von Schönheit und von ganzen Sachen geblendet. Also ich auch. Da habe ich auch mal gedacht, oder von einem Titel, von einem akademischen Titel von Experten geblendet, die uns aber in dem vorliegenden Beispiel mit der Astrophysikerin und den zwei PhDs dann eben erzählen, dass sie selber überhaupt nichts wissen. Und auch wenn ich einen akademischen Titel habe, dann heißt das nicht, dass ich begreife, was da am 22. November 63, also 22 plus 11, in einem Freimaurertempel in Dallas abgegangen ist. Denn die Geschichte läuft noch ganz anders. Und ich habe ja schon mal einen Tipp gegeben mit der Kabbala und jetzt hier der Elm Street und 300 und so weiter und so fort. Aber die Geschichte, werden wir in der nächsten Sendung sehen, läuft noch in eine ganz andere Richtung. Denn wenn es jetzt rein nur nach der Kabbala laufen würde, dann ist hier eine Bedingung nicht erfüllt. Und das ist interessant dabei. Das heißt, es gibt mehrere Mysterien, die jetzt zu der Ermordungssituation von dem Herrn Kennedy geführt haben. Denn der Kennedy hat ja den Schlenker genommen über die Houston und Elm Street mit angeblich 3 Schüssen. Ja, und hier ist die Position von dem Zapruder, wo ich schon mal gesagt habe, der wusste genau, wo der zu stehen hatte. Ich habe inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Dinge, die ineinander greifen, nicht nur die Kabbala, sondern auch noch andere Geschichten. Wenn wir die Kabbala beispielsweise nehmen, dann kann ich als früherer Astrologe beispielsweise mir die ganzen Geschichten auch noch anders herleiten. Ich kann sagen, hier ist die Sonne, hier ist Leben, hier ist der Osiris, den sieht man jetzt ja hier mit seinem
mit seinem, ja, hier ist er ungefähr, mit seinem Tempel und hier, ne, der, ne, Isis-Schwimmbecken hier. Und hier habt ihr beispielsweise dann hier genau den Verlauf, den ich jetzt versucht habe, jetzt hier mit einem schönen Bild da so zu zeichnen, dass also jetzt quasi hier die Sonne ist, da die Sonne ist, hier unten drunter wäre dann die Erde, also hier muss der Herr Kennedy dann spätestens unter der Erde liegen sozusagen. So, und hier habt ihr in der Zwischenstation, habt ihr den Merkur, habe ich ja schon mal benannt. Merkur steht für Kommunikation und auch die Verbindung als Götterbote zwischen oben und unten. Ja, hier haben wir oben, da haben wir unten und hier haben wir letzten Endes dann auch die Verbindung zwischen Gott und den Menschen sozusagen. Also hier sind ja viele Schulbücher, eventuell lagen hier auch irgendwelche Bibel oder Freimaurerbibeln, kann ich jetzt auch nur vermuten. Ja, und hier in dem Mittelweg zwischen der Sonne und der Erde, also zwischen Leben und Tod, wenn man so will, weil das geht ja hier abwärts, ja, hier habt ihr eine Planetenentsprechung. Und diese Planetenentsprechung wäre jetzt hier Pluto. Hier habe ich jetzt die Venus, ja, und hier habe ich den Jupiter. Und hier, selbst hier, stimmt mein Schema nicht mehr ganz, weil hier müsste eigentlich Jupiter als Richter, müsste eigentlich das Gerichtsgebäude hier sein. Ja, ihr seht ja hier diese Verzweigung. Ja, also selbst da stimmt es nicht mehr so ganz. Also das, was ich schon mal in der letzten Sendung gesagt habe, wo jemand die Theorie hatte und sagt, das ist alles nur kabbalistisch und so weiter gemacht, selbst das stimmt nicht komplett. Stimmt einfach nicht komplett. Ja, das stimmt nur für diesen ganz unteren Teil. Würde dieser untere Teil stimmen, wäre die Verbindung von der Sonne bis zu Pluto genau in der Mitte. Und wäre jetzt hier rechts die Venus. Die Venus kann zwei Funktionen haben. Einmal Liebe, Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, als vage Funktion in der Astrologie, siebtes Haus. Oder aber als materielle Venus, dann liebe ich Schmuck und Besitz und Reichtum. Das wäre dann zweites Haus. Zweites Haus ist der erste Quadrant von den 12 Häusern. Das ist der physische Besitz. Und das ist der Grund, warum der Stier der Astrologie sozusagen oder des Tierkreiszeichens jetzt hier für den Börsenaufschwung steht. Der Stier, ne? Besitz. Erster Quadrant, zweites Haus, Astrologie. Ja, ja, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß. Ne? Aber gut, ich habe studiert und deswegen kann ich es einfach weitergeben. Ihr habt da jetzt hier mal die englische Entsprechung jetzt hier. Money, Possessions, Value, Skills. Also ihr habt ja jetzt Geld, Besitztümer und so weiter. Aha, ist ja ganz einfach. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man das sieht. Das heißt also jetzt hier, da wo die Venus ist, also im Gegensatz zum Merkur, ne? Also hier einmal da weiterfahren, hier ist die Sonne, hier ist Merkur, da ist Sonne, dann müsste hier irgendwo die Venus sein. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, was jetzt hier ist, aber wenn mich irgendjemand fragen würde, würde sagen, Mensch, also wo haben die denn jetzt beispielsweise ihren Reichtum versteckt oder sowas, oder einen Schatz vergraben, was weiß ich, würde ich sagen, gut, hier. Warum hier? Weil hier die Entsprechung der Venus ist. Und Venus steht eben nicht nur für das siebte Haus Begegnung und Liebe, sondern auch für das zweite Haus physischer Besitz. Die hat nämlich zwei Funktionen oder zwei Tierkreiszeichen, worüber sie herrscht. Einmal Waage und einmal Stier. Okay. Und was habe ich hier? Na, ich habe die Commerce Street. Hier geht es um Handel, hier geht es um Geld. Gell? Also war hier oder ist hier irgendetwas, was mit Geld zu tun hat? Und in diesem Gebäude oder an diesem Gebäude könnte irgendetwas sein, was mit Geld zu tun hat. Aber, nochmal, der Jupiter, der jetzt hier steht, ja, der steht dann da. Also dieses ganze Schema ist ein bisschen verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der Obelisk steht ja auch ein bisschen nach links, der steht ja nicht genau in der Mitte jetzt hier. Und hier müsste eigentlich jetzt hier das große Geld sein. Jetzt ist auch hier die Commerce Street. Ja, und der Jupiter müsste eigentlich hier sein, hier müsste eigentlich ein Gerichtsgebäude sein. Unter Umständen ist hier doch irgendetwas Freimaurisches, was ich jetzt hier nicht weiß oder nicht sehen kann. Also so ganz hundertprozentig stimmt das nicht, aber die Funktionen jetzt hier, Sonne stimmt, Merkur stimmt, Erde stimmt. Aufgrund dessen ist das die Commerce Street und hier dann die Stier-Venus würde dann auch wieder passen. Jo. Und was fehlt jetzt? Jetzt fehlt uns hier der Pluto. Der ist ja überhaupt nicht drin. Wir haben jetzt hier auf der Mitte der Main Street, haben wir jetzt hier nichts, was irgendwo darauf hindeuten würde, dass hier ein Tempel ist oder ein Stein. Pluto steht für die Unterwelt. Das heißt, eventuell ist da ein Tunnel drunter oder irgendetwas anderes oder war da vielleicht mal drunter zu dem Zeitpunkt, wo das dann alles mal gemacht worden ist und inzwischen jetzt nach Jahrzehnten nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber jetzt kommt das Interessante. Pluto ist der Gott der Unterwelt. Er ist unsichtbar und steht für den Tod, also astrologisch zumindest. Ne? Weil der Pluto steht im achten Haus. Also das ist der Herrscher des achten Hauses, das kann man jetzt so nicht wissen. Achte Haus ist genau das Gegensätze zum zweiten Haus, ist die Opposition. Ja, was macht denn die Opposition in der Politik? Die Opposition ist kategorisch dagegen. Und wenn jetzt das zweite Haus die Manifestation des Physischen ist,
ja, dann ist eben das achte Haus komplett entgegengesetzt dem physischen, also dann der Tod. Das ist rein von der kabbalistischen Astrologie oder von der Astrologie im Allgemeinen. So, und wenn ich jetzt hier ein Pluto-Symbol habe, was sich zwischen der Sonne und dem Erdsymbol jetzt hier, Erde ist jetzt als ein Kreuz mit durchlaufendem Kreis genannt, also letzten Endes dann auch, hat noch andere Bedeutungen jetzt hier genannt, da sind wir jetzt hier und dann haben wir da die Sonne. Das heißt, auf dem Mittelweg dazwischen ist dann irgendwo eine Pluto-Analogie, die ich jetzt, weil ich nicht vor Ort bin, nicht sehen kann, ob da jetzt irgendein Gedenkstein oder irgendwas anderes ist. Und was habe ich denn da? Das ist jetzt schon fast gar keine Aufgabe mehr für die Stefanie, weil das ist einfach zu offensichtlich. Stefanie, was passiert auf der Mittelstrecke zwischen Sonne und Erde? Was passiert hier in dem Freimaurertempel? Ich fürchte, ich weiß es gerade wirklich nicht. Naja, guck dir mal die Gegend etwas weitläufiger an. Ich mach's gerne mal ein bisschen größer. Mhm. Ja, hier ist Endpunkt, hier ist Ausgangspunkt, hier ist Sonne. Ist ja nicht ganz gerade hier, ne? So, und jetzt suchst du dir hier die Mitte aus, genau da, wo Main Street steht. Und jetzt gehst du ein bisschen nach links. Was kommt da? Der dritte Schuss. Der dritte Schuss, klar. So, und da ist genau von der Flucht her auch die Position von Abraham Zapruder. Und ich sag nochmal, der Zapruder war zu dem Zeitpunkt, wenn ich richtig im Kopf habe, 58 Jahre alt, hat hier irgendwo gearbeitet. Und dieser war 32 Grad Hochgrad Freimaurer gewesen. Also wenn man jetzt nach der Bibel gehen würde, 32 Jahre und so weiter, wäre der also quasi ein Priester der Freimaurer gewesen, sozusagen. So, und der wusste ganz genau, meiner Meinung nach, wenn das ein kabbalistisches Ritual ist, wusste der ganz genau, dass der Kennedy einen gewissen Punkt nicht überschreiten darf. Und dieser Punkt ist jetzt hier mit dieser Treppe gekennzeichnet. Und zwar auf der Seite als auch auf der Seite. Das, wenn er sich daran erinnert, in der letzten Sendung diese Treppe mit den 2x11 Stufen. Das ist, wenn ich so will, also ich weiß es jetzt nicht, weil ich mir dieses ganze Ritual noch nicht angeguckt habe, weil wir haben noch eine dritte und eine vierte Erklärung dazu, aber das ist vermutlich dann da, wo der innere Tempel aufhört. Zumindest ist es da, wo eben der Mittelweg ist zwischen diesen zwei, ungefähr der Mittelweg ist zwischen diesen zwei astrologischen Positionen Sonne und Erde. Und deswegen wusste der Zapruder genau, dass der Kennedy bis hier, spätestens da, sterben muss. Und da hat er sich genau auf genau diese Erhebung da gestellt, auf dieses Podest gestellt, hat sich selber größer gemacht und hat dann da einfach mit seiner ein Jahr vorher gekauften Kamera abgefilmt. Ist ganz einfach. Wenn man sich diese Kabbala anguckt und die Symbolik weiß, dann sieht man auf einfach, in dieser Todesstraße muss er fahren. Klar, er muss am Obelisken vorbei. Er ist der Herr der Unterwelt im Augenblick schon, der Osiris, aber eigentlich der Sonnengott. Das heißt, die Sonne steht ja eigentlich für das Leben. Ja, die Sonne bringt es an den Tag. Und der Kennedy ist bei hellem Sonnenlicht ermordet worden. Und der Planet des Todes, also jetzt in der Astrologie, in der normalen Astrologie, mittlerweile hat er seinen Planetenstatus schon wieder eingebüßt, der Pluto. Also zumindest zum Zeitpunkt damals der Ermordung von Kennedy 1963 war Pluto allgemein bekannt als der Todesplanet. So, das heißt, da muss genau in der Verbindung, in dem Mittelpunkt dieses Tempels, muss dann da der Mord geschehen. Und deswegen kommt auch dann da der tödliche Schuss. Genau da und nicht vorher. Weder der erste Schuss noch der zweite Schuss. Und deswegen hat man ihn auch nicht hier auf der Houston Street umgebracht. Weil er hätte erstmal auf die Elm Street müssen. Und dann in der Elm Street muss er erstmal abwärts. Er muss also erstmal hier hin. Das heißt, es war ganz klar und es gab ja auch diese zwei Markierungen in Gelb. Gelb auf der Fahrbahn. Gelb kann beispielsweise auch für Sonne stehen, eigentlich orange, aber eventuell waren die auch gelb-orange. Diese Markierungen auf der Fahrbahn, deswegen wusste dann der Schütze oder die Schützen ganz genau, wann dann eben da die Position war und wo man eben draufhalten sollte. Das war genau dann da, wo die Limousine eben genau langsam geworden war. Das heißt, die Leute, die damit zu tun hatten, wussten ganz genau, was sie zu tun hatten und wo sie es zu tun hatten. Und das wusste auch der Herr Zapruder, der jetzt hier falsch geschrieben ist, weil er schreibt sich mit P. So sieht die Geschichte erstmal jetzt aus dieser Kabbala-Geschichte aus. Es gibt noch ein ganz anderes Ritual, wo wir demnächst dann reingehen. Aber um das zu erklären, brauche ich dann wieder zwei Sendungen, weil es tut mir leid, aber das ist halt einfach wirklich, um das wirklich jedem irgendwie begreiflich zu machen, dass es eigentlich ganz simpel ist, wenn man sich auf Symbolik versteht, habe ich mir dieses Beispiel jetzt erstmal gewählt, weil das so das Einfachste ist, fand ich zumindest. Ja. So sieht's aus, wenn man sich halt mit Symbolik beschäftigt und deswegen braucht man dann eben nicht 50 Artikel zu lesen oder 22 Bücher. Dann guckt man sich eine Symbolik an und weiß, das ist ein Freimaurergelände, dann guckt sich dann halt diese Geschichte an und dann hat man's. Dann hat man's einfach.
Main Street wäre Durchgang gewesen, mal freigesprochen, wenn man so will, ja, zwischen den zwei Court-Buildings jetzt hier und Commerce Street, ne, da hätte man einen dicken Reibach gemacht, hätte man vielleicht noch einen Handel getrieben mit Candy, hat gesagt, okay, dafür, dass du jetzt deinen Mund hältst und so weiter, ne, dann, was weiß ich, beispielsweise kriegst du von uns die Präsidentschaft 1964 noch geschenkt. Nur mal als Beispiel, das ist ja nur ein fiktives Beispiel jetzt. Und dass er auf diese Elm Street, Ulmenstraße jetzt hier umgeleitet worden ist, ist ja umgeleitet worden, er kam ja aus dem Gerichtsgebäude oder vom Gerichtshof hier sozusagen, umgeleitet worden, hat eben dann damit zu tun. Und das hat alle anderen Sachen, die ja stattgefunden haben, hatten auch damit zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder die nächste Sendung. Es tut mir leid, aber ich brauche halt meine Zeit, um da durchzugehen, weil das hat alles damit zu tun. Das ist vielleicht nicht ganz geografisch die Mitte, ja, aber das sind die letzten Sekunden von Mel Kennedy und hier oben habt ihr den Herrn Zapoda stehen mit seiner 8mm Kamera. Ich kann jetzt mir da mal ein bisschen kleiner machen, sonst sieht man ja hier nur noch gegrisselt. Ne? So, der Herr Betzner hat diese Aufnahme gemacht in Schwarz-Weiß, da ist Abraham Zapoda drauf zu sehen. Und er kriegt dann, wenn man so will, freies Schussfeld mit seiner Kamera. Was denn des Wortes? Ja? So, hier habt ihr mal in Farbe und hier lebt der Herr Kennedy noch, aber nicht mehr allzu lange. Ja? Und hier steht nämlich genau der Herr Zapruder. Der wusste genau, wo er sich hinzustellen hatte. Ganz simpel. Ja? Er wusste genau, der muss erstmal am Usibis vorbei. Ja? Und von dieser Stelle aus zu schießen, naja, gut, da muss man halt schon einigermaßen Fantasie für haben, ne? Genauso wie Fantasie wie unsere Astrophysiker, ne? Aber da muss man, manchmal muss man eben durch die Matrix schneiden, wie ein sehr interessantes Video hier von Alan Watt, das der Jörg mal aus seinem Kanal und so weiter hatte, dann schon mal so gezeigt hat, ne? Und hier, als die Limousine des Präsidenten runtergefahren ist und so weiter, war der Herr Kennedy dann hier schon tödlich getroffen, ne? Dooferweise haben wir nie vernünftige Aufnahmen. Aber ich mache zum Abschluss jetzt eben genau dieses Bild, dass ihr jetzt vielleicht das mal eben so seht, wie es vielleicht aus der Perspektive heraus etwas einfacher ist. Ja, wir müssen jetzt hier bis zu dem X, na, das ist ein Y und X, angeblich hat der wahrscheinlich noch einen Schuss gehalten. So, und hier haben wir gleich das zweite X. So, da ist das zweite X. Ich glaube, dass ich jetzt viel präziser mit dem Computer, seht mir das nach. Aber es ist nicht ganz leicht. So, jetzt gucken wir hier. Hier haben wir die Entfernung bis zum Obelisken. Jetzt müsste man hier die Flucht nehmen. Das ist jetzt natürlich jetzt hier ein doofer Winkel. Ne? Hier haben wir die Entfernung zum Obelisken. Die ist ungefähr so weit. Und da habt ihr die Entfernung bis zu dem Triple Underpass. Da müsst ihr jetzt theoretisch auch die Mitte nehmen. Also im Prinzip den Pfeiler hier. Nicht den, sondern den Pfeiler. So, und jetzt guckt euch das an. Ja, das haut so ungefähr hin und was natürlich noch viel mehr hinhaut, ist, dass also hier die Treppe geht. Das heißt, es hat hier eine Bewandtnis bis zu diesem Zeitpunkt hier oder bis zu diesem Dings musste auf jeden Fall der Kennedy sterben. Das ist mir eigentlich einleuchtend. Ich sehe hier, wie gesagt, kein Denkmal oder sonst ähnliches. Was ich hier sehe, ist eine Gedenktafel, die natürlich dann genau da fluchtmäßig angebracht ist, wo eben der Schuss dann da gefallen ist. Ne? So, und hier stand der Herr Zapruder und der wusste genau, wo er sich hinzustellen hat. Da habe ich ja letzten Sendung schon gesagt. Jetzt habt ihr schon wieder eine neue Idee zumindest, warum man das jetzt auch über die astrologischen Planetenpositionen dann herleiten kann. Ne? So sieht das aus auf der Elm Street. So. Und mit diesem Bild von diesem Ort, der kein Wallfahrtsort bitteschön ist, weil der Kennedy weder ein Heiliger war, noch jetzt irgendwie man seinen Tod feiern sollte. Eigentlich sollte man die Amerikaner und die amerikanische Verfassung bedauern, weil am 22.11. es ist noch viel mehr gestorben als der Kennedy, der Herr Oswald und der Herr Tibbet. Der Herr Oswald hat ja noch etwas länger gelebt, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist aber echt mal gut. Nochmal eben zu der Geschichte mit der Stier-Venus. Hier ist die Commerce Street und dann ist auch ganz klar, warum hier rechts an der Seite der Commerce Street dann die Gebäude stehen, die halt entsprechend teurer sind. Ne? Hier auf der Todesstraße und so weiter. Da habt ihr jetzt hier immer noch den alten Tempel stehen und ihr habt dahinter den Märtyrerpark und ihr habt dahinter die Eisenbahnlinie. Ne? Hier sind also nicht die reichen Menschen zu Hause. Die wohnen natürlich genau auf der Straße, die letzten Endes dann eben diese etwas fruchtbarere Position der Kabbala da widerspiegeln, nämlich dann eben Venus und Jupiter. Ne? Venus und Jupiter, die wir jetzt hier sehen, Venus und Jupiter. Venus in der Astrologie das kleine Glück, Jupiter das große Glück. So, und von daher Commerce Street. Deswegen haben die dann auch so benannt, wie die benannt haben. Ich hoffe, dass die Sendung jetzt wieder so ein bisschen mehr
Stoff gebracht hat. Und ich freue mich wirklich auf die nächsten beiden Sendungen und vor allem auf die übernächste. Da werden euch die Augen und die Ohren übergehen, was da noch alles kommt. Danke fürs Zuschauen. Danke auch an meine Co-Mods, die ich jetzt gerne ans Mikrofon wieder lasse. Ja, soll ich anfangen? Ja, wenn du schon fragst. Ja, ja, ich wollte nur noch mal kurz auf den, ich wollte ganz kurz auf den Eid der Jesuiten eingehen, den ich ja vorhin schon angeholt habe. Und ich mag das nicht, wenn ich mir irgendwelche Dinge zurechtstotter und sage, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Also habe ich mir den Eid der Jesuiten mal rausgesucht und da steht halt zu Anfang drin: Mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt, als Heuchler zu agieren. Unter römischen Katholiken ein römischer Katholik und auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein. Ja, dann springe ich jetzt mal ein bisschen weiter. Das ist das eine, was wir in diesem Jeremia Kapitel 9 gelesen hatten. Dann, dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides zu säen und Staaten, die sich in Frieden befanden, zu blutigen Taten zu animieren. An der Seite der Kämpfer zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, öffentlich als Gegner dessen, womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, durch die Konditionen, die in den Friedensverträgen festgehalten werden, sodass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. Nur mal ein kleiner Auszug aus dem Eid der Jesuiten, wo ihr deutlich seht, wie die Bibel das bereits im Alten Testament in Jeremia bewertet. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, kleine Mühe, den Eid kurz rauszusuchen. Und den kann auch jeder nachlesen, weil der steht auf meiner Archive-Bibliothek. Und da kann man hinsurfen und kann sich das gratis ansehen oder runterladen und dann auf dem Computer mal ganz in Ruhe durchlesen. Genauso wie ihr ganz in Ruhe auch nach der Premiere dieses Video euch nochmal anschauen solltet, weil das braucht ein bisschen mehr, um es zu verdauen. Und ich habe jetzt genügend gesagt in dieser Sendung und gebe das letzte Wort gerne an Schwester Stefanie. Schwester ja, S. Schwester S. Klasse. Okay, ja, es war super, dass du nochmal den Schwur rausgesucht hast. Ich habe den auch schon mal gehört im Kompletten, aber das ist sehr unglaublich lang. Ich fand diese Sendung wirklich extrem gut, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass wirklich sich sehr viel Mühe gemacht wird, sich Götter zu schaffen, nur damit man nicht an Gott glauben muss. Es ist irre, man auch mit der Wissenschaft und so, man versucht halt wirklich alles in irgendwelche komischen Worte zu verpacken, nur um nicht das Wort Schöpfung zu gebrauchen. Man erfindet irgendwelchen komischen Krimskrams, der eigentlich idiotisch ist. Aber so funktioniert scheinbar wirklich die Welt. Das Letzte, dass ich das nicht gesehen habe, wenn du es einem vor Augen führst, ja, natürlich, es ist sofort so offensichtlich, aber die Sendung war sehr lang, es war sehr, sehr viel Input. Allmählich ist auch für mich gut, aber es kann nur immer noch besser werden. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich habe auch schon meinen College-Blog dabei und mache mir nebenher Notizen, weil so viel kann ich mir einfach nicht behalten. Und von daher würde ich sagen, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Sendung, was da noch alles kommt. Ich kann es mir erst eigentlich nicht vorstellen, aber ja, freue mich drauf. Ja, dann danke ich sehr schön für eure Mitarbeit und dann war in dieser Sendung wohl wirklich viel mehr Bibel als sonst vorbei, was ja auch genau die Intention war, deswegen habe ich auch viele Sachen reingeklebt und dann haben wir jetzt mit der Bibel angefangen und in der nächsten Sendung geht es dann halt ganz, ganz interessant, hoffe ich zumindest weiter. Dann gehen wir nämlich dann tatsächlich mal in die ganzen Verbindungen der Freimaurerei rein in dieses Attentat und ich mal gucken, wie weit wir dann kommen. Auf jeden Fall seht ihr, dass es nichts mit Zufällen zu tun hat in dieser Welt. Es passieren überhaupt keine Zufälle und vor allen Dingen es passiert nichts, was nicht von Gott irgendwo gewollt ist. Ja, von daher also Stefanie und Jörg, vielen, vielen Dank und dann hoffe ich, da seid ihr auch nächste Woche wieder dabei, sodass also dann da mehr Licht ins Dunkel bekommt, dass also auch die Ermordung eines amerikanischen Präsidenten dezidiert geplant wird und niemals ein Zufall ist, vor allen Dingen nicht in einem solchen Ambiente wie in Dallas. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Woe unto them.